Thank you.
Herzlich willkommen zum Sommer der Berufsbildung. Und Sie sehen schon an dem ersten Trailer und an den ersten 20 Sekunden, wie unglaublich vital wir in dieses Thema starten. Das wollen wir heute mit Ihnen. Wir wollen zahlreiche Fragen von Ihnen zur Aufführung bringen. Auch das werden wir selbstverständlich mit digitalen Mitteln tun. Wir sind unglaublich glücklich hier im BMBF, dass wir gleich mit Koblenz verbunden sein werden. Dazu gleich noch in der Tiefe mehr. Ich möchte Ihnen ganz kurz nur ein paar Takte noch zum Auftakt mitgeben, was es mit dem Sommer der Berufsbildung überhaupt auf sich hat. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen Euer nach Athen tragen, wenn ich sage, dass die duale Ausbildung über unsere Grenzen, auch durchaus unsere nationalen Grenzen hinaus, als absolutes Erfolgsmodell der Zukunft gilt. Aufgrund der Corona-Pandemie, das haben viele von Ihnen am eigenen Leib erfahren, ist es natürlich gerade nicht so ganz leicht, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen auf dem Ausbildungsmarkt. Und deswegen werben die verschiedenen Partner und Partnerinnen der Allianz für Aus- und Weiterbildung von Juni bis Oktober diesen Jahres für den besagten und mit dem besagten Sommer der Berufsbildung. Es gibt viele Themen, Aktionstage. Es gibt eine breite Auswahl an Veranstaltungen, nicht nur auf Bundes-, sondern auf Landes- und auf regionaler Ebene auch. Und das Ziel ist ein absolut gemeinsames. Und zwar noch in diesem Jahr möglichst viele junge Menschen in Berufsausbildung im Betrieb zu bringen. Und insofern freue ich mich jetzt sehr, dass Sie zahlreich zugeschaltet haben. Und ich hoffe, Sie sind deutlich jünger als ich auch unter anderem, dass wir Ihnen jetzt zahlreiche Impulse geben können, warum es unglaublich reizvoll ist, nicht nur in dieser Zeit, sondern wirklich mit Blick auf die Zukunft eine Ausbildung zu beginnen. Hier zu meiner Linken und Ihrer Rechten sitzen auf der ganz äußeren Seite die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Ich freue mich sehr, dass wir heute zu Gast sein dürfen. Und neben mir Hans-Peter Wollseifer. Er ist der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Und wie schon eben erwähnt, sind wir jetzt digital verbunden mit der Handwerkskammer Koblenz. Dort findet heute wie an vielen bundesweiten Plätzen der Informations- und der erste Aktionstag zum Sommer der Berufsbildung statt. Der Titel ist Lernorte der Zukunft. Und wir stellen Ihnen jetzt die HWK Koblenz wirklich live in 3D und in Farbe gleich digital vor als sogenannte ÜBS. Das ist eine überbetriebliche Ausbildungsstelle. Wurde vom BMBF mit mehr als 8 Millionen € gefördert für bauliche Maßnahmen. Wie gut das verfangen hat, werden Sie gleich sehen. Und für digitale Ausstattung. Und damit ist die HWK in Koblenz ein zukunftsorientiertes Kompetenzzentrum und steht absolut an der Spitze der Entwicklung für Aus- und Weiterbildung. Jetzt in Koblenz zugeschaltet der Präsident Kurt Krautscheid und der Hauptgeschäftsführer Ralf Hellrich und wird gleich fulminant moderiert von Christina Schmidt. Die erste Frage, also Sie alle ganz herzlich willkommen und auch die Menschen, die dort sitzen, glaube ich, sind im Sicherheitsabstand mit Ihnen verbunden. Und meine erste Frage geht an die Ministerin. Wir erleben ja alle, und ich glaube, es geht ein großes Aufatmen durch diese Republik, dass viele Einschränkungen im Moment wegfallen und vieles wieder möglich wird. Und mich würde jetzt interessieren, was raten Sie jungen Menschen, die jetzt nach diesem Pandemiejahr sich auf ihren weiteren Bildungsweg machen wollen? Ja, erstmal ein herzliches Hallo in die Runde. Und was kann man jetzt raten? Wir haben alle in dem vergangenen Jahr auf viele Dinge verzichten müssen, die uns doch sonst ganz normal erschienen sind. Dass es nämlich Ausbildungsmessen gibt, dass es Berufsberatung in den Schulen gibt. Aber bei geschlossenen Schulen war das eben schwierig. Und deswegen haben wir uns ja mit der Handwerkskammer gemeinsam entschlossen, jetzt auch dafür zu werben, dass gewisse Dinge noch nachzuholen sind bis zum Start des neuen Ausbildungsjahres, dass man jetzt Gott sei Dank aufgrund doch langsam weichender pandemischer Regeln, dass man doch wieder mehr auch möglich machen kann, sich vor Ort zu treffen, dass man vielleicht auch nochmal in den einen oder anderen Betrieb reinguckt und sich dadurch nochmal vergewissert, ist das nicht vielleicht was für mich? Wir haben über 300 Ausbildungsberufe in Deutschland. Und wir haben viel dafür getan, auch in diesen letzten Jahren diese Ausbildungsberufe noch zu modernisieren und die Frage Digitalisierung, Nachhaltigkeit in die Curricula von Ausbildungsberufen reinzubringen. Und wenn ich heute in die Betriebe gucke, dann sind die schon so modern und so am Puls der Zeit, was die Frage Digitalisierung auch von Arbeitsabläufen angeht. Es lohnt sich wirklich mal zu gucken, was da wirklich Spannendes sich entwickelt hat. Und an der überbetrieblichen Ausbildungsstätte sehen wir sehr, sehr schön, wie jetzt digital und analog zusammenfinden. Und ich habe immer den Eindruck, dass es ganz viele Menschen gibt, die eigentlich gerne sehen, was sie machen. Und da ist natürlich ein Ausbildungsberuf ein wirklich toller Einstieg ins Berufsleben. Und eins darf man nie vergessen. Wir werden nicht mehr 40, 45 Jahre das Gleiche machen. Wir müssen aber das tun, woran wir große Freude haben und wo wir einfach auch Spaß haben, jeden Morgen aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Und wir haben mit unserer dualen Ausbildung Theorie und Praxis sehr, sehr hochwertig zusammengebracht. Und ich als Bundesbildungsministerin darf das sagen. Jeder Bildungsminister dieser Welt, der vor mir sitzt, sagt,
Frau Karliczek, was Sie da haben, das ist super. Und deswegen glaube ich, dass wir das jetzt nochmal in die Breite tragen sollten. Wer heute eine Ausbildung beginnt, der hat einen richtig tollen Start ins Leben. Und bei 300 verschiedenen Möglichkeiten wird mit Sicherheit für jedes Talent, jeden Spaß und jede Fähigkeit was dabei sein. Frau Ministerin, ich weiß, dass Sie total für das Thema Ausbildung und Ausbildungsberufe brennen. Man hat es ja gerade schon gehört. Und das Schöne ist, wir kommen nachher auch zu Ihrer eigenen Ausbildungsbiografie und wir kommen zu den Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der Tiefe. Herr Wollseifer, warum machen Sie mit dem BMBF, wir haben hier so schöne Stühle, wo man so sich zurücklehnen kann, warum machen Sie mit dem BMBF hier beim Sommer der Berufsbildung gemeinsame Sache? Zunächst einmal möchte ich mich recht herzlich bedanken bei der Ministerin, aber auch bei allen Akteuren, die dabei sind, aber auch bei den Jugendlichen. Ich sehe die Klasse da vor mir, die sie interessiert sind für dieses Thema und wir brennen für das Thema der beruflichen Ausbildung im Handwerk. Das ist für uns eine Herzenssache und wir wollen auch das an Informationen herübergeben an möglichst viele Jugendliche. Wir möchten möglichst viele Jugendliche auch gewinnen für die berufliche Ausbildung. Und im Handwerk haben wir 130 Ausbildungsberufe. Da müsste eigentlich für jeden was dabei sein. Da gibt es die Gesundheitshandwerke, da gibt es die Lebensmittelhandwerke, da gibt es die Bauhandwerke, Ausbau und vieles mehr. Kreativhandwerke, Musikinstrumentehersteller. Also das ist so vielseitig. Aber wir haben auch ein Problem. Wir haben das Problem der Pandemieeinschränkung. Und in dieser Zeit, in den letzten Monaten und auch über ein Jahr lang schon, da konnten wir die jungen Leute nicht erreichen. Da konnten wir nicht mitteilen, welche tollen Möglichkeiten der Berufsentfaltung, der Karrieremöglichkeiten, der Aufstiegsmöglichkeiten es bei den handwerklichen Berufen gibt. Und die Kontakte, die waren einfach abgeschnitten. Es konnten keine Praktika durchgeführt werden, keine Ausbildungsmessen. Und dann sind wir hingegangen und haben vieles in den Bereich der sozialen Medien übergelenkt und können dort auch jetzt informieren und das ist die Möglichkeit, vielleicht doch den einen oder anderen zu erreichen. Und wir möchten natürlich, dass also möglichst viele junge Leute überzeugt werden, dass sie also auch auf dem beruflichen Weg, in der beruflichen Qualifikation, die also gleichwertig ist mit der akademischen Qualifikation, nicht nur einen tollen Job machen können, sondern sich eine tolle Lebensgrundlage, eine Karriere schaffen können. Und das sollen nicht nur die jungen Leute selber wissen, das sollen auch die Eltern und die Mitschüler und die Freunde wissen, damit auch wirklich man in die Ausbildung mal hineinschnuppert und da gibt es den Berufechecker, da kann man sich informieren, welcher Beruf vielleicht für einen sehr positiv wäre. Da gibt es das Lehrstellenradar, da sieht man, welche Ausbildungsstellen in der Nähe offeriert werden, wo man sich vorstellen kann. All diese Möglichkeiten gibt es und das wollen wir konzertiert im Sommer der Berufsbildung den jungen Menschen näher bringen. Ist der Berufschecker online verfügbar? Der Berufschecker, der ist online verfügbar, ja. Wunderbar. Wir hatten hier vor kurzem ein tolles Format, Karliczek trifft, gibt es als Reihe. Und da haben wir auch Ausbildende und Auszubildende getroffen. Das war total faszinierend, wie die 10 Jahre in die Zukunft geguckt haben und eine strahlende Zukunft vor sich gesehen haben, die sie selber gestalten. Bringt mich zu der Frage, liebe Frau Karliczek, was macht aus Ihrer Perspektive, jenseits dessen, was Sie schon gesagt haben, einen Lernort der Zukunft aus? Wir sehen ja, dass wir mitten in einem Transformationsprozess stecken und Nachhaltigkeit ist zum Beispiel in diesen Tagen ja ein großes Thema. Die Digitalisierung schafft immer neue Möglichkeiten und in dieser Transformation stellen wir fest, dass Arbeitsplätze sich sehr, sehr schnell verändern. Und deswegen ist es wichtig, dass man Theorie und Praxis im Laufe seines Lebens immer wieder ganz eng miteinander verbindet. Und das haben wir natürlich über viele Jahre gelernt durch unsere Berufsausbildung, wie man theoretische und praktische Elemente in einen guten Einklang miteinander bringt. Wir reden in diesen Tagen auch ganz viel über das Thema Weiterbildung im Laufe seines Lebens. Und auch das zeigt uns, dass wir diese Offenheit immer wieder haben müssen, uns weiterzuentwickeln, weil sich unsere Berufe, unsere Arbeitsplätze weiterentwickeln, weil sich eben auch Arbeitsplätze entwickeln, die wir alle miteinander heute noch gar nicht kennen. Und das macht eigentlich diese Zeit super spannend. Ich wäre froh, wenn ich jetzt noch mal 20 wäre. Herr Wollseifer, der erste Aktionstag dieses Sommers der Berufsbildung steht unter dem Titel Lernorte der Zukunft, echt nachhaltig digital. Können Sie das mal aufs Handwerk übertragen? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich glaube, ich gehe nicht zu weit, indem dass ich sage, Handwerker, das sind die Zukunftsgestalter. Denn ich begründe das auch.
Im Handwerk, da sind wir in allen Zukunftsthemen beschäftigt, ob das Klimaschutz ist, ob das die Energiewende ist, ob das Emissionseinsparungen sind, ob das auch vielleicht die Demografie der Zukunft ist. Wir werden ja immer älter in allen Bereichen, ob das die E-Mobilität ist, die Handwerker sind es, die gebraucht werden, die also alles umsetzen können, die alles installieren können, warten können, reparieren können. Ohne die Handwerker wird das alles nicht laufen. Und von daher gibt es unwahrscheinlich gute Möglichkeiten in der Zukunft in diesen mittlerweile hochtechnisierten Handwerksberufen, die auch sehr digital ausgestattet sind. Und wenn Sie sagen, wenn Sie sagen, ja, Handwerk echt, was ist denn da echt? Die Ausbildung ist echt. Man sieht, was man macht. Man kann jeden Abend sehen, was man gemacht hat. Und ich muss sagen, das hat mich immer ein bisschen stolz gemacht, dass man die Produkte, die man schafft, die Dienstleistungen, die man dem Kunden anbietet, dass man da am Abend wirklich das Ergebnis sieht. Und das ist etwas, was sinnstiftend ist. Und Handwerk ist mittlerweile auch sehr digital. In vielen Handwerksberufen gibt es nicht nur die Homepage und administrative Prozesse, die digital ausgestattet sind, sondern wir sind also auch in den Produktionsprozessen sehr digital, und nachhaltig ist das Handwerk sowieso. Wir sind diejenigen, die zum Beispiel Kulturgüter schützen, die also für Bildung sorgen, für Ausbildung sorgen, aber natürlich auch in allen Klimaschutz- und Energiebereichen, ich nenne es schon, ja, diejenigen sind, die das Ganze umsetzen müssen. Herr Wollseifer, ich will auch gleich nochmal 20 sein und dann wie die Ministerin von vorne starten. Ich schließe mich da an, ja. Und wie ungeheuer digital es ist und zukunftsorientiert, erfahren wir jetzt aus Koblenz mit einem Zwischensatz noch. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die uns gerne schicken an Ausbildung starten, in einem Wort, @bmbf.de. Und wir versuchen dann diese Fragen im Laufe der nächsten 75, 80 Minuten reinzulöten, gewissermaßen, um beim Handwerk zu bleiben. So, jetzt gebe ich ab an Christina Schmidt. Freue mich sehr, sie ist ausgebildete Diplompädagogin und sie ist für sozusagen alles zuständig, was Zukunft betrifft, in Koblenz vor Ort bei der Handwerkskammer, und zwar für BMBF-Förderung, für die ÜBS-Fragen, für alle möglichen Formen von Lehrplandidaktik. Insofern freue ich mich jetzt sehr, an Sie abgeben zu dürfen. Ja, vielen Dank hier aus Koblenz. Herzlich willkommen aus Koblenz. Wir freuen uns so sehr, dass wir hier dabei sein können. Und ich denke, da spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für die beiden Herren hier an meiner Seite, nämlich Herrn Präsident Krautscheid und Herrn Hauptgeschäftsführer Hellrich. Und wir grüßen auch von dieser Stelle natürlich ganz herzlich Frau Bundesministerin Karliczek und Herrn Wollseifer, Präsident unseres Zentralverbands. Das ist ja quasi so ein kleines Heimspiel für uns. Ja, wir erleben heute hier aus Koblenz, aber auch so ein bisschen aus verschiedenen Ecken, die auch in unserem Kammerbezirk liegen, viele, viele spannende und vielfältige Seiten des Handwerks. Wir schauen dazu live in einer Ausbildungswerkstatt, sehen uns in einer Veranstaltung zur beruflichen Orientierung in einem Gymnasium wieder und erleben dann, wie man nämlich mit gezielter und auch geplanter kontinuierlicher Weiterbildung schon in sehr jungen Jahren ziemlich gute Chancen im Handwerk hat. Dazu schalten wir später in einen Betrieb. Ja, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir dürfen ja heute endlich mal wieder mit Publikum auftreten. Also ich weiß nicht, man sieht es im Moment jetzt gerade nicht, aber wir halten selbstverständlich alle Regeln ein. Wir wahren den Sicherheitsabstand und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl hier vor Ort als auch später in den Live-Schaltungen wurden selbstverständlich negativ auf Covid-19 getestet. So, und wenn Sie sich über unsere Homepage eingeschaltet haben, haben Sie außerdem noch zu der von Frau Thilo angesprochenen Möglichkeit, die Möglichkeit, über einen Chat Fragen an uns zu stellen. Und wir versuchen das dann immer mal wieder einfließen zu lassen und spätestens später noch im Pressegespräch ab 13 Uhr, sodass wir hoffentlich heute einen wunderbaren runden Bogen spannen können und ja, vielleicht auch den einen oder anderen überzeugen können, dass Handwerk doch einiges zu bieten hat. Ja, und wir starten einfach auch direkt schon mal. Es geht jetzt los mit zwei Auszubildenden und einem Ausbildungsmeister, die gerade mittendrin in einer überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung stecken.
Das ist ein Teil in der dualen Ausbildung, die von uns Handwerkskammern auch abgedeckt wird und wo es wirklich spannend zur Sache geht, auch dank der Fördermittel des BMBF, die wir da natürlich gerne einsetzen, werden wir gleich sehen. Bevor es aber da reingeht, sehen wir in einem kurzen Videoimpuls, dass handgemachte Ausbildung wirklich auch modern und auch sehr digital sein kann. Viel Spaß! Die duale Ausbildung besteht zum einen aus dem praktischen Teil, der oftmals im Betrieb vermittelt wird, dann der theoretische Teil, der in der Berufsschule vermittelt wird. Und zusätzlich bekommen die Lehrlinge halt eben in ihrer Ausbildung die Gelegenheit, an einer überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung teilzunehmen und die Leute, die Jugendlichen, auf die Prüfung entsprechend vorzubereiten. Die Lehrlingsunterweisungen bei der Handwerkskammern werden gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung zum einen und zum anderen durch das Wirtschaftsministerium des Landes Rheinland-Pfalz. Moderne Technik ist heutzutage nicht mehr wegzudenken. Mit diesem Gerät kann man sehr gut präzise versteckte Mängel erkennen, die vorher durch unsachgemäße Reparaturen durchgeführt worden sind. Und für junge Menschen, die sich in die Zukunft damit entwickeln wollen, ist das ein perfektes Modul. Wir haben das Riesenglück, dass wir auch im Straßenbau natürlich mittlerweile uns viele Arbeiten körperlich durch Maschinen abnehmen lassen können. Wir haben einen GPS-Rover hier, wir haben eine Totalstation. Die Auszubildenden nehmen das natürlich ganz anders auf, weil die Technik viel, viel besser ankommt. Also alles, was heute noch analog ist, ist schon nicht mehr cool. Die Azubis haben das Gefühl, man bekommt was gezeigt, was man sonst normalerweise nicht so ohne weiteres gezeigt bekommt. Und das ist, glaube ich, so eine Art von Wertschätzung für die Auszubildenden. Hier erlernen die Auszubildenden die Grundzüge des Schweißens und in diesem Fall durch den Einsatz von Schweißsimulatoren mit Augmented Reality Technologie. Die Lehrlinge sind begeistert von dieser Technologie, besonders am ersten Lehrgangstag. Die Lehrlinge werden nicht direkt mit dieser in Anführungszeichen etwas schmutzigen Technologie in der Werkstatt konfrontiert. Den Weg in die Ausbildung findet man zum einen auch dadurch, dass man sich bei den Kammern in ganz Deutschland beraten lassen kann. Und das wäre eine optimale Möglichkeit, sich da einfach mal zu informieren und auch vielleicht letztendlich zu bewerben. Und so kommt man auf jeden Fall die Möglichkeit, einen Betrieb zu finden und auch den Beruf zu finden, vielleicht der einem gefällt, wenn man sich nicht ganz sicher ist, was es da alles so gibt. Ja, und mit diesen Eindrücken, das war ja schon ein ziemlicher Rundumschlag durch ganz viele Gewerke, da schalten wir jetzt mal live in die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung. Ich sage es extra mal ein bisschen langsamer, weil es ist ein bisschen sperriges Wort und wir kürzen das einfach in der weiteren Verlauf jetzt mit dem Wort ÜLU ab. Ich denke, da kommt dann jeder auch mit klar. Gut, wir schalten damit also zu Hans-Peter Höfer, Nele Lersch-Kessel und Tim Fritsche. Hallo, schön, dass ihr da seid. Stellt euch einfach mal kurz vor, erzählt, was ihr hier macht. Wir haben ja auch gerade einen Bereich schon tatsächlich gesehen, der in eurer Werkstatt mit dem kleinen Maschinchen im Hintergrund auch entsteht. Und vielleicht fangen wir einfach direkt beim Meister an. Hans-Peter, erzähl mal, leg los. Hallo zusammen, ich grüße erstmal alle Beteiligten, Frau Kalitschek, Herr Wollseifer. Ich freue mich, dass ich heute hier so einen Beitrag dazu leisten kann, dass wir das ein bisschen vorstellen können. Wir machen hier eine überbetriebliche Lehrlingsunterweisung, also einen sogenannten TSM-1-Lehrgang. Das bedeutet, dass die Tischler-, Schreiner-, Maschinenlehrgänge dazu dienen, dass die Auszubildenden einen sicheren Umgang mit Maschinen erlernen, weil die doch relativ gefährlich sind. Ja, wir arbeiten ja mit Kreissägen und sonstigen Werkzeugen. Und das lernt ihr jetzt hier, das ist euer erster Lehrgang hier. Ja. Ne? Und da finden Sie so den Einstieg an den wichtigsten Maschinen. Ich frage direkt mal nach an dich, Hans-Peter. Wir haben ja in dem Film so die CNC-Fräse gesehen. Was habt denn ihr da gemacht? Das sah ja wild aus. Ja, wir haben, vielleicht kannst du das mal rübergeben, das ist da die, genau das, ne, das ist
ein dreidimensionales Reliefbild. Das ist abgeleitet von einem sogenannten Inka-Kalender. Ja, das haben wir dann nur halt auf Star Wars umgemünzt. Ja, das wird halt eben im Prinzip an den Rechnern programmiert. Dann wird es an die CNC-Maschine gegeben und dann wird es in mehreren Arbeitsgängen ausgefräst, was relativ langwierig ist. Und dann haben wir, um das Ganze ein bisschen zu verschönern, das Ganze optisch auf alt getrimmt und noch ein paar farbliche Akzente über die Oberflächentechnik gesetzt, weil auch das wird alles in der ÜLU unterrichtet und wir müssen es halt eben den Jugendlichen beibringen, um denen zu zeigen, wie man mit diesen Techniken umgeht. Also wer jetzt glaubt, dass das Tischlerhandwerk oder wer jetzt immer noch glaubt, dass das Tischlerhandwerk nur aus dem Zusammenklopfen von verschiedenen Holzteilen besteht, der irrt gewaltig. Liebe Nele, ja, auch du bist heute dabei. Wir freuen uns sehr, dass du das mitmachst und auch an dich die Frage, dass du dich erstmal kurz vorstellst und wie kamst du denn in den Beruf? Das können wir direkt mal mit beantworten. Warum glaubst du oder warum ist der Tischlerberuf genau das Richtige für dich? Ja, hallo, also ich bin Nele Lerchkessel und ich kam auf den Beruf durch meinen Vater, weil er selbst einen eigenen Betrieb hat und mich hat das schon immer interessiert, wie man oder was man alles mit Holz machen kann. Man kann viel mit dem anstellen, man kann sich selbst Möbel bauen und ja, Holz ist sehr vielfältig. Und Tim, du bist ja auch jetzt der Dritte heute im Bunde. Was treibt dich denn an? Wie kam es bei dir dazu, dass du heute hier stehst? Dazu kam ich eigentlich auf meiner alten Schule die Wahlpflichtfächer. Da hatte ich, glaube, 2 oder 3 Jahre lang Werken und da haben wir viel mit Holz gearbeitet. Und dann kam ich halt drauf, dass ich das machen möchte. Super. Bevor jetzt sicherlich gleich auch aus Berlin eine Frage kommt, würde ich vielleicht direkt schon mal die erste Frage aus dem Chat kurz beantworten lassen von dem Hans-Peter Höfer. Wie nehmen denn die Auszubildenden die zunehmende Digitalisierung in den ÜLUs auf? Ich glaube, den meisten macht es sehr viel Spaß, weil wir halt eben die Möglichkeit haben, unser klassisches Handwerk mit modernen Techniken aufzupimpen, sage ich jetzt mal. Wir lernen natürlich immer noch die klassischen Holzverbindungen, die wir mit Hand fertigen, aber es gibt halt eben auch die Möglichkeit, das Ganze über eine CNC-Maschine zu erfassen, zu fräsen, in anderen Darstellungsmöglichkeiten und Arten, die wir mit der Hand so nicht hinbekommen würden. Und ich habe das ja auch schon in dem Trailer gesagt, es ist eine Art von Wertschätzung, dass man den Lehrlingen erlauben kann, an Maschinen, die so viel Geld kosten, und die auch augenscheinlich nach außen recht kompliziert zu bedienen sind, dass man die da dran lässt und denen die Möglichkeit gibt, da Sachen zu fertigen, wo sie normalerweise direkt im Betrieb nicht so drankommen würden. Mhm. Frau Thilo, Sie nicken schon. Ich nicke schon. Gibt es aus Berlin was? Ich gebe sofort an die Ministerin ab. Ich habe 2, 3 Fragen, die mir auf den Nägeln brennen. Aber erstmal, ich weiß, Sie haben bestimmt was in die Richtung geht. Bitte. Ich frage mal an unsere beiden Auszubildenden. War es von vornherein für euch ersichtlich, dass das, ich sag mal, doch so eine technische Ausbildung ist? Oder habt ihr eher damit gerechnet, dass das eher, ich sag mal, noch mehr Handarbeit ist? Oder war euch das klar, wie das Verhältnis ist zwischen den technischen Elementen und dem, was eben wirklich noch an Handarbeit dabei ist? Ja, also mir wurde schon klar, dass wir heutzutage ja viel moderner werden, dass wir auch viel mehr mit Maschinen machen und das versuchen. Und klar, irgendwo muss man immer noch Handarbeit machen, aber es geht halt jetzt auch schon recht viel mit Maschinen und das erleichtert uns ja auch sehr die Arbeit. Was ist denn Ihre Lieblingsmaschine? Achso, Entschuldigung, bitte. Nee, Sie zuerst, Tim. Ich wollte nicht unterbrechen. Wie bereits gesagt, ich habe schon denken können, dass es ein paar Maschinen gibt, aber jetzt die CNC-Maschine habe ich jetzt bis kurz vor der Ausbildung noch nicht so wirklich gekannt und ist halt schon heftig, wie viel man doch maschinell machen kann. Und darf ich noch eine Frage ranhängen an Nele? Sie haben es von Ihrem Vater ja letztlich in der Familie mitbekommen, ganz nah. Mich würde jetzt interessieren, Ihr Langfristtraum, denken Sie daran, irgendwann den Betrieb des Vaters mal zu übernehmen oder sagen Sie, nee, ich will eine eigene Sache machen und ich habe meine eigenen Pläne? Ja, also ich überlege schon, den Betrieb zu übernehmen, weil es halt schon ein Vorteil, man muss sich nicht nochmal extra alles aufbauen, man hat schon und kann dann weiter das Familienunternehmen führen.
Gut ab. Ich glaube, auch da haben wir eine Menge, ich würde nicht sagen Nachholbedarf, aber das Thema Unternehmensnachfolge ist ja auch ein riesiges Thema in Deutschland. Frau Ministerin, ich habe noch eine Frage, weil eben bei Tim das Thema Wahlpflichtfächer aufkam, ne? 2 bis 3 Jahre Werken in der Schule. Welche Rolle spielt es aus Ihrer Sicht, dass auch in der Schulbildung es schon möglich ist, diese praktischen Erfahrungen zu machen? Wir werden sehen, dass je digitaler unsere Welt wird und je digitaler auch unsere Bildungswelt wird, und das gilt dann natürlich auch für die Schule, da werden wir sehen, dass die praktischen Elemente einen ganz anderen Stellenwert kriegen. Und wir haben ja jetzt ein bisschen gelernt, mit digitalen Werkzeugen in den Schulen zu arbeiten. Wir werden sehen, dass diese digitalen Werkzeuge noch wesentlich ausgereifter, wesentlich verfeinerter werden. Und gerade für die praktischen Elemente, so wie eben auch das Werken, wird vielleicht sogar irgendwann eine digitale Brille noch mal ganz andere Einsichten liefern können. Und das ist das, was im Grunde an Versprechen auch in dieser digitalen Welt steckt. Denn niemand will eigentlich Präsenzschule abschaffen. Den Mehrwert von sozialem Miteinander, den haben wir schon sehr, sehr gut im Blick. Aber in diesen digitalen Tools, die man zusätzlich in die Schule reinbringen kann, können wir eben Theorie und Praxis ganz anders verzahnen, als wir das in der Vergangenheit konnten. Mhm. Wir geben gerne zurück nach Koblenz. Ja, vielleicht einfach zwischendrin mal eine Frage an Herrn Krautscheid. Sie bilden ja auch selbst aus und wir haben ja hier auch das Thema Digitalisierung, Ausbildung. Wie ist das denn so bei Ihnen? Oder glauben Sie, dass die Berufsausbildung auch ein Stück weit unterschätzt wird, wenn man das jetzt hier so sieht? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass in den Betrieben, die ausbilden und auch bei den jungen Leuten, die sich für ein Handwerk entscheiden, niemand so eine Ausbildung wirklich unterschätzt, sondern durch viele Informationen, die vorher läuft, weiß man da schon Bescheid. Aber ich glaube, wenn man so jetzt gerade in diesen Zeiten, wo man kaum Möglichkeit haben, an junge Leute ranzukommen durch Berufsbildungstage oder Messen, ist es schon sehr schwer, die Wahrnehmung auch zu finden fürs Handwerk. Und wenn man weiß aus Studien, dass bei jungen Menschen, die im Abitur sind oder in der Schule sind, das Handwerk eigentlich nur bei 10 bis 15 Berufen wahrgenommen wird. Alles andere wird kaum noch als Handwerk erkannt. Und wenn man dann diese Breite sieht, Frau Dr. Karliczek hat es gesagt, dass wir über 300 Ausbildungsberufe haben, 130 davon im Handwerk. Und dann muss man schon sagen, das ist eine Wahrnehmung von 10 bis 15 Berufen natürlich völlig zu wenig. Deshalb müssen wir da auch weiter dran arbeiten, dieses Interesse für die Berufe zu wecken. Und aus meinem eigenen Betrieb kann ich Ihnen sagen, dass wir da gerade in den letzten 3-4 Jahren in jedem Jahr einen neuen Lehrling bekommen haben. Zwei haben Abitur gemacht, die mit so großer Freude beim Handwerk sind. Und eigentlich hätte ich es heute mitbringen müssen und zeigen müssen, wie begeistert die jungen Leute sind, um dafür Werbung zu machen. Wer den Weg ins Handwerk gefunden hat, kann damit alles machen. Ob er im Handwerk bleibt, einer meiner jungen Gesellen wird die Meisterprüfung besuchen oder Meisterschule besuchen im nächsten Jahr. Und leider verliere ich einen, weil er studieren geht, Architektur studieren geht. Aber das ist nun mal der Lauf der Dinge. Deshalb kann ich Ihnen nur sagen, zuerst mit einer Ausbildung im Handwerk anfangen, danach kann man auch alles machen. Dann stehen alle Türen offen. Frage an Herrn Wollseifer, wenn wir das alles sehen und alles hören, dann bietet doch das Handwerk wirklich unglaublich viel. Wir haben ja jetzt gesehen, dass ein Teil der beruflichen Ausbildung eben außerhalb des Betriebs in der überbetrieblichen Ausbildung stattfindet. Und das ist auch direkt die Frage, wozu gibt es denn eigentlich diese ÜLU und was ist das Besondere daran? Ja, Sie sagten es eben, das Handwerk bietet sehr, sehr viel den jungen Menschen und vieles davon ist nicht bekannt. Das Handwerk bietet eine sehr große Bandbreite. Wenn man technikaffin ist, gibt es viele Berufe, die also zum Beispiel in der Elektronik, in der Gebäudesteuerung damit zu tun haben. Wenn man kreativ ist, dann kann man in den Bereich der Kreativhandwerke gehen. Wenn man mit Menschen arbeiten will, dann geht man in den Bereich der persönlichen Dienstleistungen oder in den Gesundheitsbereich des Handwerks. Es gibt 130 Handwerksberufe und wir haben zurzeit, und das ist eigentlich das Tolle, das bietet allen jungen Menschen noch viele Möglichkeiten. Wir haben 32.000 Ausbildungsstellen und zwar in allen Berufen zurzeit noch frei, da ist also für jeden eine Chance dabei. Und es gibt gute Aufstiegschancen im Handwerk. Man kann natürlich den Meister machen, angestellter Meister sein, selbstständiger Meister sein. Und in fast keinem anderen Wirtschaftsbereich kann man so schnell in die Selbstständigkeit kommen, den eigenen Betrieb eröffnen oder einen Betrieb übernehmen und Unternehmer werden, auch
mittelständischer oder großer Unternehmer werden, weil die Bandbreite im Handwerk, die ist wirklich riesengroß. Und es gibt also natürlich durch die Ausbildung die Situation, dass man sich eine berufliche Sicherheit erarbeiten kann. Und diese Sicherheit, ich sage immer, das ist also wirklich eine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. Wenn einer eine gute Ausbildung gemacht hat, einen guten Job in seinem Beruf macht, der wird niemals arbeitslos. Und gibt natürlich sehr viele Chancen. Und ich möchte das vielleicht auch mal herausstellen, das gibt Chancen für Mädchen im Handwerk, weil ich sehe doch in der Schulklasse doch all die Mädchen, und vielleicht fragen die sich ja, was wollen wir denn mit den Handwerken, die vielleicht bis jetzt genannt worden sind oder die man so kennt, Dachdecker und Maurer und Hochbauer und so weiter. Ja, es gibt also viele Handwerksberufe, wo Mädchen mittlerweile auch eine Karriere machen können. In den Gesundheitsberufen zum Beispiel, da dominiert der Anteil der Mädchen. Bei den Modisten und Maßschneidern, bei den Konditorinnen, sogar in solchen Berufen wie Dachdecker, aber auch bei Steinmetzen ist es möglich, dass durch diese Erleichterungen, die man jetzt hat, dass man also mit Robotern arbeiten, die schwere Arbeit machen, dass man mit Luftdruck hämmern, die kleinen Konturen herausarbeitet, was man vorher alles mit Muskelkraft machen musste. Nein, die Mädchen sind kreativ, die können auch, die haben ein Kunstverständnis, die können sich dort einbringen. Und in vielen Handwerksberufen, auch in den klassischen Männerdomänen, ist es heute durch diese digitalen Möglichkeiten, durch diese innovativen Möglichkeiten zu arbeiten, ist es für Mädchen möglich, auch sich zu platzieren und wirklich einen guten Job zu machen und sich wirklich eine gute Karriere zu erarbeiten. Aber jetzt zu Ihrer Frage noch mit zwei Sätzen. Wofür ist denn die ÜLO gut? Die ÜLO ist dafür gut, dass wir die Ausbildung in der Breite vermitteln können, weil, seien wir doch mal ehrlich, nicht jeder Ausbildungsbetrieb ist gleich ausgestattet. Es gibt die sind hochtechnisch ausgestattet, die sind ganz vorne an der Spitze. Es gibt auch die ein bisschen hinterherhinken. Und um das auszugleichen, um zum Beispiel auch die digitale Seite des einzelnen Berufes darzustellen und damit zu arbeiten oder andere innovative Arbeitstechniken, die vielleicht dann in dem Beruf nicht vorkommen, dafür, das den Jugendlichen zu vermitteln, dafür ist die ÜLO da, und das leisten wir in unseren 600 Bildungszentren des deutschen Handwerks, unter anderem in der tollen Bildungsstätte in Koblenz. Darf ich noch ganz kurz, Sie haben eben Kreativhandwerker gesagt, dann haben Sie Modistinnen und so Kostümschneiderei gesagt. Was gibt's denn noch für Kreativhandwerker? Und wenn ich mich für einen dieser 130 Berufe interessieren will, wo finde ich die Informationen? Ja, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, oder viele verorten nicht Musikinstrumentehersteller zum Beispiel, Geigenbauer oder Orgelbauer, die wissen nicht, dass das Handwerker sind. Dafür muss man ein musisches Verständnis haben, dafür muss man kreativ sein. Das sind ja individuelle Einzelstücke, die da gefertigt werden, hochwertige Einzelstücke. Und ich glaube, das macht auch Spaß, so etwas herzustellen, und das macht stolz, wenn man das macht. Wo kann man sich da erkundigen? Man kann sich bei den Handwerkskammern erkundigen. Die Handwerkskammer Koblenz, genauso wie alle anderen weiteren 52 Handwerkskammern in Deutschland, die haben Ausbildungsberatungen und die informieren natürlich auch auf ihren Homepages. Aber man kann dann auch wirklich Kontakt aufnehmen mit der Handwerkskammer, mit der jeweiligen, und kann sich da beraten lassen. Und das ist ja glücklicherweise, die Ministerin sagt es eingangs, jetzt auch wieder langsam möglich, dass man auch mal wieder ein persönliches Gespräch führen kann. Und dazu möchte ich Sie einladen, meine jungen Damen und Herren. Und damit zurück nach Koblenz. Das war ein super Appell, Herr Wollseifer. Wir werden nachher auch noch einen Ausbildungsberater tatsächlich kurz kennenlernen, wenn wir in den Betrieb schalten. Das heißt, da haben wir dann sozusagen Ausbildungsberater zum virtuellen Anfassen. Aber ich nehme gerne noch mal was auf, was Sie gesagt haben, Herr Wollseifer, nämlich das Thema Mädchen im Handwerk. Und wir haben ja zufällig gerade auch eine junge Dame da. Und da würde ich dich gerade gerne noch mal fragen, Nele, wie ist das denn so unter Männern? Ich weiß wohl, dass im Tischlerhandwerk die Frauendichte ein bisschen höher ist als in anderen Bauausbaugewerken. Aber ist das immer noch so ein Klischee, um Gottes Willen, Mädchen im Handwerk, oder haben wir die Zeit lang hinter uns? Ja, also teilweise schon, aber sehr oft akzeptiert man auch, dass es ein Mädchen da ist. Klar, auf einer Baustelle ist man dann das einzigste Mädchen teilweise. Dann fühlt man sich halt schon sehr von Männern nur umgeben.
Und teilweise in Betrieben ist es dann auch nur so, hast nur Männer. Aber ja, aber man kann es schaffen, wenn man möchte. Und man hat ja auch meistens Klassenkameradinnen und dann geht das schon. Super. Ich glaube, der Tim hat da eh weniger Probleme mit. Ich glaube, die neue Generation der jungen Männer ist da ganz aufgeklärt und emanzipiert und da ist das sowieso nicht mehr so ein großes Thema. Aber auch an dich nochmal die Frage, Tim, und damit möchte ich das Zweite, was der Herr Wollseifer angesprochen hat, kurz noch aufnehmen. Er hat ja, als er erklärt hat, warum es die ÜLU geht, auch gesagt, es geht auch darum, den jungen Menschen ein bisschen was zu zeigen, was sie vielleicht im eigenen Betrieb nicht haben. Habt ihr so einen riesen Ömmes, sage ich mal, wie man in Koblenz sagt, an CNC-Maschine da stehen oder hast du das jetzt auch das erste Mal gesehen? Jetzt im Betrieb haben wir das nicht. Jetzt eine CNC-Maschine habe ich jetzt hier zum ersten Mal gesehen und auch hier das erste Mal dran gearbeitet, ganz kurz oder zugeguckt und ist eigentlich schon praktisch, so eine Maschine. Praktisch. Kann man einiges mitmachen, ist ganz praktisch, ich glaube auch. Aber ihr werdet das sicherlich im Laufe eurer Ausbildung und weiteren Bildung noch weiter ausreizen. Ja, und ausgereizt ist leider schon ein gutes Stichwort, weil so gern wir mit euch noch plaudern würden und ich glaube, sowohl für meine beiden Herren hier als auch für die Berliner Fraktion wäre das super spannend, aber wir haben noch ein bisschen mehr auf dem Zettel und deswegen darf ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr dabei wart und vielleicht kriegen wir, wenn wir schon Publikum da haben, für euch auch einen kleinen Applaus raus. Prima. Gut, ich darf an der Stelle auch nochmal an den Chat erinnern und auch an die Möglichkeit, über die eben angesprochene E-Mail-Adresse auch direkt Fragen zu stellen. Und dann versuchen wir, hat ja jetzt auch schon ganz gut geklappt, die im Laufe unseres Talks zu klären. Gut, wir gehen jetzt mal einen gedanklichen Schritt zurück und beschäftigen uns mit denjenigen, die noch vor der Frage stehen, was beruflich mal aus ihnen werden soll oder was sie werden wollen. Neil und Tim haben das ja schon relativ klar definiert und haben auch schon so einen ziemlich guten Weg für sich gefunden, wie sie das machen werden. Und wir schalten gleich dazu in ein Gymnasium und schauen uns ein Angebot der Handwerkskammer Koblenz zur beruflichen Orientierung an, das aber exemplarisch steht für ganz, ganz viele Angebote, die die Handwerkskammern quer durch Deutschland anbieten. Vorher gibt es natürlich wieder ein kleines Video zum Durchatmen und das zeigt uns, wie aktuelle Lehrlinge, die also diesen Weg schon hinter sich haben, zu ihrem Handwerk stehen und vielleicht auch dem ein oder anderen Lust machen, selbst diesen Weg einzusteigen. Cool. Wir sind Eyüp, Janis, David und Kiana. Ich bin jetzt im ersten Lehrjahr in der Schreinerei Kindler in Bad Breisig. Das Handwerk, das hat mich halt fasziniert, sag ich mal, weil man da halt alles machen kann, gerade in der Branche, in der Schreinerei. Gerade das Gefühl, wenn man weiß, man war da an der Baustelle und kann dem Kumpel zeigen, die Straße habe ich gebaut, da ist man schon ein bisschen stolz drauf, ja. Ich mache zurzeit die Lehre als Straßenbauer und befinde mich im zweiten Lehrjahr. Wir haben den ganzen Bauplan auch im Rowe eingegeben und so kann er jeden Punkt einmessen und hat auch die Höhen gegeben. Man ist nicht auf den Stand von vor 100 Jahren, sondern man entwickelt sich weiter. Ich bin stolz darauf, Handwerker zu sein. Ich liebe Sachen zu schweißen und Sachen zu verbinden, wie Geländer bauen. Das Besondere an dieser Technik ist, als Schweißanfänger kannst du somit deine Brennerhaltung üben. Man sieht seine Arbeit, die Kunden, die man tagtäglich behandelt, also die Autos, die Fahrzeuge natürlich. Ich arbeite im Karosserie- und Fahrzeugbau. Da gibt es viele Sachen, Anfertigungen, Instandsetzungen, viele tägliche Sachen, die man immer machen muss. Aber sowas wie die Karosserievermessung habe ich bis jetzt noch nicht gesehen.
Ich habe Abitur gemacht und mir wurde gesagt, warum machst du jetzt kein Studium? Und dann wusste ich halt ganz genau, ich kann immer noch studieren. Ich mache jetzt eine 3-jährige Ausbildung. Man sollte sich trauen, eine handwerkliche Ausbildung zu machen. Man kann fürs weitere Leben kann man so viel mitnehmen. Man hat total viele Möglichkeiten, auch nach der Ausbildung noch. Ja, und jetzt schalten wir live nach Bad Kreuznach. Für die, die vielleicht nicht so ganz in der Nähe wohnen, das ist schon im Süden unseres wunderschönen, schönsten Bundeslandes der Welt, Rheinland-Pfalz. Und gehen in das Gymnasium an der Stadtmauer, wo gerade das Berufsorientierungsformat Stunde Handwerk stattfindet und wo ich ganz herzlich unsere Ausbildungsexperten Stefanie Schmitz und Daniel Schmitz begrüßen darf. Hallo ihr beiden, geht's euch gut? Ist bei euch auch so schön kuschelig warm wie bei uns. Steffi, ihr veranstaltet heute die Stunde Handwerk. Was kann ich mir denn da überhaupt drunter vorstellen? Was ist da eure Aufgabe und wie geht ihr vor? Ja, also auch mal von unserer Seite. Hallo zusammen, wir sind jetzt hier heute in der Aula mit der 10a und der 10b. Und wir sind auch schon mitten im Thema Ausbildung. Die Schüler haben schon ihre ersten Fragen an die Experten, die wir allerdings noch hinten anstellen werden. Ja, also die sogenannte Stunde Handwerk, die haben wir letztes Jahr ins Leben gerufen, um den Schulen eine Alternative anzubieten. Also wir haben uns aufgrund der Einschränkungen halt überlegt, wie wir die Schulen trotzdem beruflich informieren können und berufliche Orientierung in den Schulen stattfinden lassen können. Und so haben wir die ganze Stunde Handwerk halt auch in Präsenzform und in digitaler Form konzipiert. Ja, und das... mach weiter. Also, ja, das Besondere daran ist halt der Einsatz unserer Ausbildungsbotschafter. Ausbildungsbotschafter sind Auszubildende oder wie in Daniels Fall Jungmeister, die im Handwerk sind und mit in die Schulklassen gehen und aus ihrer beruflichen Praxis berichten. Okay, ich habe geguckt, ob noch was kommt, damit ich dir nicht schon wieder ins Wort falle. Daniel, genau, also Steffi, du bist nicht allein da, sondern du hast den Daniel dabei, einen Jungmeister, also auch für unsere jüngeren Zuschauer, Jungmeister ist jetzt keine Abwertung oder irgendein Qualitätsmerkmal des Meisterbriefs, sondern sagt einfach, wir haben einen relativ frisch gebackenen Meister und in dem Fall sogar noch einen relativ frisch gebackenen und sehr jungen Meister, wobei das dann also beides schon passt. Ja, Daniel. Die Steffi hat es gerade schon so ganz kurz angedeutet. Was ist denn dein Part bei der Geschichte? Warum findest du es auch so wichtig, was du tust? Sonst wärst du ja wahrscheinlich nicht hier, ne? Ja, hallo erstmal. Mein Part bei der ganzen Geschichte ist quasi, den Part aus der Praxis rüberzubringen. Bei mir ist es halt auch ganz interessant. Ich habe vorher auch ein Abitur abgelegt und habe auch erstmal 2 Jahre lang studiert, öffentliche Verwaltung, bevor ich dann den Weg ins Handwerk eingeschlagen habe. Und im Vorfeld war mir wirklich noch nicht klar, was für Möglichkeiten es im Handwerk wirklich komplett gibt. Dass auch diese Aufstiegsmöglichkeiten und auch die ganzen Kurse, die man dann auch abhalten kann, Zusatzkurse, Zertifikate, die man halt auch dann noch erwerben kann. Und da ist es mir halt sehr wichtig, dass das halt auch an die breite Masse weitergegeben wird, gerade an die Schüler und halt auch den Fachkräftemangel vorzubeugen und dann diese interessierten Personen halt auch zu generieren für das Handwerk. Wie kam es denn dazu, dass du das gemacht hast? Hast du gedacht, oh, jetzt habe ich den Meister, will mich vielleicht selbstständig machen, da habe ich ein bisschen Zeit übrig? Oder wie kam es dazu? Ja, also Zeit ist relativ, wenn man halt im Handwerk ist. Auch gerade mein Vater ist ja auch selbstständig, da bin ich auch im Betrieb und er nimmt mich auch schon immer mehr mit rein. Ich wurde schon angesprochen, da war ich noch in der Ausbildung, ob ich das machen möchte. Wie genau der Kontakt zustande kam, weiß ich jetzt nicht mehr, aber... Ja, man ist ja schon in der Handwerkskammer auch sehr eng verknüpft, was ja auch sehr schön ist und kann sich auch immer wieder austauschen, auch mit seinen Dozenten. Und ja, so kam dann der Kontakt zustande. Ja, super. Vielleicht noch letzte Frage, bevor wir gleich in die Fragen der Schülerinnen und Schüler gehen. Ihr seid heute am Gymnasium, ihr geht aber an alle allgemeinbildenden Schulen stellen. Oder ist das an einem Gymnasium immer noch mal eine besondere Situation für euch? Ja, ich beantworte einfach nur. Also am Gymnasium ist natürlich nochmal anders. Hier gibt es ja nun mal auch diejenigen, die ein Abitur machen möchten und die eben nicht im Vorfeld schon die Schule verlassen und in der Ausbildung münden. Und hier informieren wir natürlich dann auch über die Möglichkeit, ein duales Studium zu absolvieren.
Ihr seid ja jetzt schon den ganzen Morgen an der Schule und ich glaube, ihr habt schon einige Fragen auch mit den Schülerinnen und Schülern vorbereitet. Steffi, bitte übernehmen. Ja, genau. Und zwar hat der Johannes die erste Frage und die geht an Herrn Wollseifer. Johannes, bitteschön. Guten Tag, Herr Wollseifer. Mein Name ist Johannes Christmann und ich würde gerne wissen, wie es eigentlich um eine handwerkliche Karriere aussieht und wie die Chancen dazu stehen. Ja, beantworte ich sehr gerne. Ich denke, die Perspektiven in einem handwerklichen Beruf, die sind sehr groß und jetzt muss ich natürlich schauen, wen ich vor mir habe. Sie machen Abitur, Sie sind jetzt auf dem Weg dazu und Sie haben ja auch einen bestimmten Anspruch, auch einen gewissen Bildungsanspruch und auch einen Anspruch an Ihr berufliches Weiterkommen. Und da fragen Sie sich sicher, welche Möglichkeiten haben wir dann im Handwerk? Und da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Wir im Handwerk, wir sind offen für alle Auszubildenden, auch mit allen Berufsabschlüssen. Wir brauchen aber vor allen Dingen auch Sie. Wir brauchen die bildungsstarken jungen Menschen. Wir brauchen sie, weil Handwerk sich so unwahrscheinlich verändert hat. Und das ist in manchen Klischees noch gar nicht rübergekommen. Da erkennt man Handwerk nicht so, wie es heute modern dasteht. Wenn wir über Handwerk heute sprechen, zum Beispiel über Hochbau, dann sprechen wir über BIM. BIM, das ist Building Information Modeling. Da sind ganze Bauprozesse abgebildet und das ganze Bauverfahren wird digitalisiert herübergebracht und abgewickelt. Dafür brauchen wir bildungsstarke junge Leute, die diese Prozesse durchdringen können. Ein weiteres Beispiel. Wir haben gerade ein neues Berufsbild geschaffen. Und zwar den Elektroniker für Gebäudesystemintegration. Da geht es um Gebäudesteuerung. Da geht es darum, dass Sie von außerhalb Ihr Gebäude steuern können, dass Sie die Heizung in den einzelnen Räumen rauf und runter steuern können, die Rollläden, dass Sie Alarmanlagen steuern können, dass Sie sehen, wenn jemand sich dem Haus nähert oder einbricht und all das. Und diese Systemtechnik im Gebäude, die zu installieren, ja, da brauchen wir junge Leute zu. Wir brauchen aber auch die das Ganze erdenken, die das auch wirklich individuell für jedes Gebäude planen und auch dann nachher umsetzen und auch nachher schauen, ob alles richtig gemacht ist. Wir haben die Situation bei den Hörakustikern, um Ihnen mal die Breite darzustellen. Ja, Hörakustik, das sind heute Hochleistungskleincomputer, die im Ohr sind und da muss man mit umgehen können. Da muss man wissen, wie man das handhabt und wie man die Patienten oder die Kunden in dem Fall dann auch betreut. Oder in der Orthopädie-Technik, da ist es so, dass man mit Nervensensoren gesteuerten Prothesen arbeitet. Und das kann nicht jeder. Dafür braucht man wirklich bildungsstarke junge Menschen. Ja, den Kfz-Bereich, den brauche ich Ihnen ja nicht zu erläutern. Sie wissen ja selber, dass die Autos heute fahrende Computer sind. Und auch dafür brauchen wir Sie, die doch also, glaube ich, in der Lage sind, die einzelnen Prozesse in der Technik oder wo auch immer es erforderlich ist, zu durchdringen. Und die Möglichkeiten für Sie sind wirklich sehr gut. Und ich bemühe mich immer wieder, und da bin ich froh, dass die Ministerin bei meiner Seite ist, die macht nämlich dasselbe, zu betonen, dass Bildung gleichwertig ist. Und diese Gleichwertigkeit, da muss ich mich jetzt nochmal hier beim Ministerium und bei Frau Karliczek bedanken, die haben wir deutlich gemacht. Die haben wir im letzten Jahr deutlich gemacht, indem dass wir den Bachelor auf eine Stufe gestellt haben mit dem Bachelor Professional. Das heißt, jemand, der die Meisterprüfung erworben hat, der ist im deutschen Qualifikationsrahmen auf derselben Stufe wie der Bachelor. Und jemand, der sich dann noch weiterbildet im Handwerk, zum Beispiel in der Restauration von Kulturgütern, der Restaurator im Handwerk oder der Betriebswirt im Handwerk, ja, der ist der Master Professional, der steht auf einer Stufe mit dem Hochschulmaster. All das können Sie erreichen. Und dazu gibt es gute Mittel und Wege auch. Wir haben viele duale Studiengänge, wo Sie sich weiterbilden können. Natürlich neben der klassischen Meisterweiterbildung. Sie können sogar ein triales Studium machen. Auch dazu gibt es Möglichkeiten. Da können Sie in 4,5 Jahren, wenn Sie sich wirklich sputen und wirklich ehrgeizig sind, in 4,5 Jahren können Sie die Ausbildung machen mit dem Lehrabschluss, Gesellenprüfungsabschluss, die Meisterprüfung machen
und ein betriebswirtschaftliches Studium, also den Betriebswirt mit Bachelorabschluss. All das in 4,5 Jahren, das sind tolle Möglichkeiten und Sie haben sich dann qualifiziert in einer Art und Weise, dass Sie also wirklich für viele Betriebe die Person sind, die dann vielleicht die Nachfolge antreten kann und Sie sind wirklich sehr gefragt am Arbeitsmarkt. Herr Wollseifer, Wahnsinn, das war ein super engagiertes Plädoyer für die duale Ausbildung. Und wie gesagt, man muss einfach auch dazu sagen, dass eine Ausbildung niemals auch ein späteres Studium ausschließt. Also man ist einfach eigentlich noch viel besser gerüstet für ein Studium, würde ich fast sogar schon sagen. Gut, ich glaube einfach, wir nehmen Sie das nächste Mal einfach mit zu unserer Stunde Handwerk, Herr Wollseifer, weil ich glaube, besser als Sie Frau Schmidt, geht das nicht. Vielleicht noch ein Gedanke, weil Sie gerade bei dem Punkt sind, dass das überhaupt keine Einbahnstraße ist. Vielleicht noch Sie ganz kurz, Frau Ministerin, dazu, weil Sie gesagt haben, ja genau, das ist der Punkt. Vielleicht noch ein Satz dazu. Das, was Sie gerade gesagt haben, ist der Punkt. Also ich habe ja nun mal selber irgendwann mal mit einer Ausbildung angefangen und habe dann hinter ein Betriebswirtschaftsstudium draufgesetzt. Und eins war ziemlich klar, ich konnte das, was ich da in der Theorie gelernt habe, immer in die Praxis übersetzen. Und das kann ich nicht, wenn ich direkt an eine Hochschule gehe, weil ich nicht weiß, wozu das in der Praxis gebraucht wird. Und das ist der Mehrwert, den eine Ausbildung hat, wenn ich mit einer Ausbildung starte. Ich habe viel, viel mehr Wissen über das echte Leben, über die echte Arbeitswelt und kann mit dem, was ich mir dann theoretisch an Weiterbildung organisiere, kann ich viel, viel mehr anfangen, weil ich ein ganz anderes Verständnis dafür mitbringe. Und das kommt mir, glaube ich, in der heutigen Diskussion häufig viel zu kurz. Wir reden hier so viel über lebenslanges, lebensbegleitendes Lernen, dass man im Lauf, also eine Ausbildung ist eine Erstausbildung, da werden Grundlagen gelegt, da werden Erkenntnisse gelegt, wie die Arbeitswelt funktioniert und das in einer sehr hochwertigen Ausbildung. Es gibt nirgendwo auf der Welt eine hochwertige duale Ausbildung als hier in Deutschland. Und das ist ein ganz, ganz springender Punkt. Egal, was ich später mal in meinem Leben dann letztendlich wirklich mache in der langen Frist. Niemand von uns macht kaum jemand macht nach 20, 30 Jahren noch das, womit er mal angefangen hat. Aber das Wichtige ist, dass man Praxis und Theorie gut zusammenbringt und dass man weiß, wofür man das braucht und wie man das auch weiterentwickeln kann. Ich habe eben hier mal so, als wir den Straßenbauer, als er gezeigt wurde, habe ich gesagt, Sie gestalten Deutschland mit all seinen, ich sag mal, Entwicklungen, die wir vor uns haben. Und das muss viel, viel klarer rauskommen, dass dieser Mehrwert definitiv darin steckt, dass man schon weiß, wofür man die Theorie braucht, wenn man sich dann hinterher diese Theorie in einem akademischen Studium oder vielleicht auch in einer dualen Weiterbildung hinterher organisiert. Hi. Ganz genau. Also ich stimme Ihnen 100% zu, aber ich glaube, bei uns läuft man da eh offene Türen rein. Vielleicht bekommen wir noch eine Frage von den Schülerinnen und Schülern. Steffi, ich glaube, wir haben noch ein, zwei Fragen. Ich glaube auch sogar an Frau Karliczek. Dann bleiben wir direkt dabei. Genau, die nächste Frage, die kommt von Cosima und die geht auch an Frau Ministerin Karliczek. Cosima, bitteschön. Hallo, also mein Name ist Cosima Schäffler und ich wollte fragen, da Bildung ja schwerpunktmäßig Ländersache ist, wofür Sie als Bundesbildungsministerin dann überhaupt zuständig sind? Ja, die Frage wird mir häufig gestellt. Das ist schön, dass ich das jetzt hier mal erklären kann. Wir haben zum Beispiel in dieser Legislaturperiode unter meiner Federführung das Berufsbildungsgesetz geändert. Und wir haben da so Dinge aufgenommen, wie Herr Wollseifer sie eben erwähnt hat, diese Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung zu organisieren. Also die Begrifflichkeiten Bachelor Professional für Weiterbildungsstufen einzuführen und Master Professional einzuführen. Mehr Teilzeitausbildung möglich zu machen. Wir haben die Mindestausbildungsvergütung eingeführt. Wir haben also im Grunde diese Modernisierung der Ausbildung Schritt für Schritt über den rechtlichen Rahmen vorgenommen. Dass heute standardmäßig in alle Curricula eingeführt werden muss, dass Digitalisierung und Nachhaltigkeit Ausbildungsinhalte sind, das sind Dinge, die ich mache. Also ich bin immer so für den ganz großen Rahmen zuständig und dann, je weiter man quasi an die Praxis vor Ort kommt,
umso mehr geht es dann hinterher darum, ich sag mal, wie bei einer Zwiebel, dann die inneren Schalen zu füllen. Und ich muss immer die äußerste Schale füllen, den Rechtsrahmen für so eine Ausbildung zur Verfügung zu stellen und immer wieder eben auch modernisierte Elemente dann eben auch in den rechtlichen Rahmen einzufügen. Prima. Eine Frage schaffen wir noch aus Bad Kreuznach und dann haben wir, glaube ich, auch noch eine Frage aus dem Chat. Ja, dann würde ich die Sophia bitten, ihre Frage an Frau Kalitschek ebenfalls nochmal zu stellen. Hallo, mein Name ist Sophia Daske und meine Frage ist, welche Langzeitwirkungen Ihrer Einschätzung nach die Pandemie auf die Bildung und Ausbildung der Jugend haben wird? Also wir tun ja im Moment ganz viel dafür, dass die Auswirkungen, also die negativen Auswirkungen gering bleiben. Ich bin übrigens davon überzeugt, wir diskutieren im Moment ja immer, was ist an Wissen auf der Strecke geblieben, was konnte nicht alles vermittelt werden. Wir haben aber in der Pandemie in großen Teilen auch gelernt, mit einer hohen Unsicherheit, mit einem, ich sag mal, hohen Spontanitätswert auch klarzukommen. Das ist übrigens etwas, was ein hoher Mehrwert ist. Wir leben ja in einer Welt, die sich sehr schnell verändert. Und ein Stück weit auch Resilienz zu üben, wenn man so die Lage nicht so richtig überblicken kann. Und das war ja in der Pandemie eigentlich täglich morgens, wenn man aufgestanden ist, war man mit einer anderen Pandemiesituation konfrontiert. Da ist auch viel Gutes entstanden und übrigens auch in den Schulen. Die Digitalisierung wäre nie im Leben so schnell vorangekommen, wenn wir nicht jetzt ein Stück weit in diesem Jahr Learning by Doing ganz oft gehabt hätten. Wir haben ja mit dem Digitalpakt schon 2019 im Frühjahr begonnen, dass der im Grunde in die Tat umgesetzt werden konnte. Aber da tat sich gar nicht so richtig viel. Das war erst sehr zäh, weil wir damals auch gesagt haben, wir wollen erst pädagogische Konzepte haben, dann soll die Lehrerweiterbildung stattfinden und dann finanzieren wir die Infrastruktur. Und in der Pandemie mussten wir quasi alles, was wir da lange vorbesprochen haben, über einen Haufen werfen und haben gesagt, Leute, fangt einfach an und guckt, wie es geht. Und ich stelle fest, dass diese Situation, so schwer sie für alle gewesen ist, bei ganz vielen dafür gesorgt hat, dass plötzlich eine ganz neue Kreativität in Deutschland ist, sich mit unter einer unsicheren Situation doch ist das Beste daraus zu machen. Und für all die, für die das jetzt nicht so gut geklappt hat, weil sie eben nicht so gute Rahmenbedingungen hatten, weil sie vielleicht auch zu Hause keine Unterstützung hatten, weil vielleicht auch dieser Kontakt zur Schule nicht so gut geklappt hat, für die haben wir jetzt ein Programm auf den Weg gebracht, wo es um schulische Elemente und um außerschulische Elemente, also um Persönlichkeitsbildung, auch das ist ja wichtig in einer sozialen Gruppe wie einer Schulklasse, ist ja auch das etwas, was im Mittelpunkt steht. Es geht ja gar nicht immer nur ums Lernen, es geht ja nicht immer nur ums Wissen, es geht ja auch darum, ich sag mal, zu einem Erwachsenen zu reifen. Und diese beiden Aspekte haben wir jetzt mit einem 2-Milliarden-Programm auf den Weg gebracht, wo im Grunde die Lernnachhilfe und aber eben auch die wieder dieses sich im Team wohlzufühlen, zum Beispiel eben auch über familiäre Programme, dass man auch Familienfreizeiten darüber organisieren und finanzieren kann, dass das Thema soziale Unterstützung auch in der Schule, dass das im neuen Schuljahr alles aufgegriffen werden kann. Dafür geben wir das Geld und die Programme werden dann vor Ort umgesetzt. Super, vielen Dank. Auch vielen Dank für eure Fragen. Und ich würde gerade einfach nochmal, weil es auch jetzt so ein bisschen auch passt, weil die Schülerinnen und Schüler noch da sind, gerade noch eine Frage aus dem Chat einstellen. Und zwar die Frage an Herrn Hellrich. Welche weiteren Angebote zur Orientierung gibt es noch? Wir hängen ein bisschen in der Zeit, deswegen vielleicht... Schnelle Antwort. Also die weitere Orientierung ist, nachdem man eben sich in Schule, in Portalen und so weiter schlau gemacht hat, ist natürlich der Weg in den Betrieb. Und der Weg zum Betrieb findet man am besten über die Ausbildungsbörsen und über die Praktikumsbörsen der jeweiligen Handwerkskammer. Und da kann man schauen, ob der Beruf zu einem passt und ob ein Betrieb in der Nähe einen Platz zur Verfügung hat, und dann probiert man sich am besten aus. Man spricht vielleicht bei einem Betrieb vor, macht vielleicht einen telefonischen Termin, aber das Doing, also tatsächlich in die Handlung zu kommen, ist an der Stelle das Wichtigste. Super, sehr schön. Und vielleicht auch noch der Hinweis, es geht ja auch, wir hatten ja auch wieder das leidige Pandemie-Thema, es geht ja Gott sei Dank bergauf und es gibt jetzt auch wieder viele Angebote überall quer durch Deutschland, vor Ort, wo man tatsächlich auch live mit Handwerkerinnen und Handwerkern in Kontakt treten kann. Ja, also ich denke, wir könnten auch über dieses Thema noch den ganzen Nachmittag sprechen, aber die Zeit eilt leider davon. Also vielen, vielen Dank an euch nach Bad Kreuznach. Ich glaube,
dass hier ganz viele Impulse kamen. Vielen Dank, genau. Das ist auch nochmal ein Applaus wert. Und ich kann euch wirklich auch nur von unserer Seite hier empfehlen, informiert euch, weil man kann auch letztendlich nur das beurteilen, worüber man vorher sich einfach mal ein bisschen informiert hat. Gut, an dieser Stelle noch ein ganz kurzer Hinweis, wem das hier alles zu viel Information war, um das alles so direkt auch verarbeiten zu können, dem sei unsere Aufzeichnung ans Herz gelegt, die relativ kurzfristig nach Beendigung des Livestreams auch online verfügbar ist. Und dann kann man sich die ganzen Statements auch von Herrn Wollseifer, Frau Karliczek, alles nochmal anhören und kann sich da nochmal weiter informieren und ja, das Ganze nochmal im Nachgang bearbeiten. Gut, wir machen jetzt wieder einen großen Sprung und zwar von der Berufsorientierung direkt rein in die betriebliche Welt und sprechen dazu gleich mit einem jungen Handwerker, ja, der seinen Weg auch dank kontinuierlicher Weiterbildung gefunden hat. Und wenn wir eben von Jungmeistern sprechen, ist das in diesem Fall tatsächlich auch so. Wir lernen ihn zunächst in einem kurzen Video kennen. Mein Name ist Pierre Kraus, ich bin 23 Jahre alt, habe eine Ausbildung als Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik absolviert, habe dann im Anschluss direkt meinen Meister als Elektroniker hinterhergeschoben. On top setze ich jetzt noch den Betriebswirt obendrauf. Bis jetzt kann ich sagen, war genau der richtige Weg. Jede Firma sucht Leute, also ich glaube, egal welches Gewerk im Handwerk, man findet sofort einen Job. Am Anfang kam es relativ überraschend natürlich, dass Corona hier in Deutschland auch auf einmal so präsent war. Man hat es am Anfang in den Medien nur gehört. Das war auf jeden Fall von der Kammer. Die haben sehr schnell eingegriffen, haben gute Hygienekonzepte aufgestellt in den Klassen. Der Online-Unterricht war sehr gut vorbereitet. Und für die Teilnehmer der Kurse ist es auf jeden Fall gut, dass man, egal wo man ist, an diesem Unterricht teilnehmen kann. Und könnte, wenn man in der Bahn fährt oder sonst irgendwo, könnte man sich überall dort einwählen. Man hat halt den Bildschirm vom Lehrer auf seinem Bildschirm gesehen und konnte dadurch teilweise die Sachen besser verfolgen, als wenn man jetzt im Klassenraum in einem großen sitzen würde. Gerade im Handwerk gibt es auf jeden Fall sehr viele Unternehmen, die auf der Suche sind nach einem guten Nachfolger. Und ich denke, wenn man sich da Mühe gibt, hat jeder die Chance, im Handwerk so irgendwas zu bringen. Ja, und er hat es bereits zu etwas gebracht, obwohl er in Anführungszeichen erst 23 ist. Ja, herzlich willkommen, Pierre Kraus. Aus dem elterlichen Familienbetrieb, kann man es noch so nennen, ab der Größe tatsächlich, ist ja auch schon relativ groß mittlerweile, Elektrokünstler in Koblenz. Und mit dabei darf ich auch noch begrüßen Michael Jungklaas, er ist Ausbildungsberater der Handwerkskammer Koblenz und wird nachher sicherlich auch noch kurz zu Wort kommen zu den Karrieremöglichkeiten beziehungsweise auch zu einer gewissen Laufbahnbegleitung im Handwerk. Ja, Herr Kraus, Sie haben jetzt mit Ihren 23 Jahren schon eine sehr beeindruckende handwerkliche und Bildungskarriere hingelegt. Meister, also vorher natürlich noch Geselle, jetzt im Betriebswirt des Handwerks, in der Ausbildung. Warum würden Sie Ihren Weg auch anderen jungen Menschen empfehlen? Ja, schönen guten Tag erstmal. Also ich würde auf jeden Fall den Weg sehr vielen anderen Menschen auch noch empfehlen, da... Also ich habe das bei meinen Freunden teilweise und Bekannten im Bekanntenkreis beobachtet. Alle Leute wollten unbedingt studieren gehen nach dem Abitur und viele haben dann auch ihren Weg natürlich da gemacht oder sind noch dran. Aber andere, die sich dann teilweise unklar waren am Anfang, haben dann nach kurzer Zeit teilweise erkannt, dass nicht das Richtige für sie war und dann entsprechend das Studium abgebrochen. Und haben dann jetzt schlussendlich teilweise auch einen Weg im Handwerk genommen. Und ja, wenn man von vornherein weiß, dass man sich im Handwerk orientieren möchte, bietet es auf jeden Fall eine gute Chance, da mal bedingt durchs Abitur
die Ausbildung verkürzen kann auf jeden Fall, direkt den Meister hinterher schieben kann und somit relativ frühzeitig, also mit jungen Jahren, es, denke ich mal, zu relativ viel kommen kann. Den letzten Satz habe ich zwar nicht mehr ganz verstanden, aber ich glaube, es ist gut drüber gekommen, warum man diesen Weg vielleicht auch gehen sollte. Aber auch, dass natürlich es auch immer verschiedene Möglichkeiten gibt. Sie haben ja gerade Ihren Freund angesprochen, der im Studium jetzt nicht so das Glück hatte. Also es gibt immer die Möglichkeit, irgendwo einen guten, qualifizierten Ausbildungsabschluss zu bekommen. Sie haben das Thema Pandemie im Einspieler eben auch angesprochen und sprechen im Film ja auch von einer ganz neuen Art des Lernens. Da fallen Begriffe wie Online-Lernen, hybrides Lernen. Ohne den meisten hier zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, das sind Begriffe, da haben wir vor anderthalb Jahren, die hat man vielleicht mal gehört, aber dass das so in Sprachgebrauch übergegangen ist, glaube ich nicht. Wie war das denn für Sie? Ja, natürlich am Anfang war es relativ neu, also es war für jeden halt neu. Vorher kannte man das halt gar nicht und ja, aber man hat sich relativ schnell daran gewöhnt, an die ganze Situation, hat auch dann schnell die Vorteile daraus gezogen, nämlich zum Beispiel, dass man in der Firma sitzen konnte, teilweise noch, also man musste halt nicht, die Fahrtstrecke hatte man gespart, also beispielsweise ich habe jetzt in der Firma den Unterricht immer online mitgemacht, konnte dann in der Mittagspause oder abends danach noch relativ schnell im elterlichen Betrieb noch ein bisschen mitarbeiten, was für mich schon eine extreme Erleichterung war. Und ja, also ich denke mal, für die Zukunft ist auf jeden Fall so eine hybride Lösung für Meister oder auch hier Betriebswirt, wo ich aktuell dran bin, der optimale Weg, da man manche Inhalte teilweise auf jeden Fall am Bildschirm besser vermitteln kann, wenn man irgendwas zeigen muss da, als wenn es im Klassenraum wäre, wo dann jeder auf seinem Laptop da rumtippen muss. Und ja, ich denke, das sollte man in Zukunft teilweise auf jeden Fall beibehalten. Ja, super. Vielleicht die Frage nach Berlin. Gibt es da schon irgendwelche Fragen? Weil ich habe gerade gesehen, Frau Karliczek nickt, Herr Wollseifer nickt. Jetzt ist er da. Ja. Ja. Die Frage, die sich mir immer stellt, und die, also das ist auch eine große Diskussion hier, wie das Verhältnis sich organisiert, also wie, ne, dieses sich treffen ist ja auch nochmal wieder Dinge auch nochmal durchsprechen und vielleicht auch nochmal was reflektieren und manchmal stellt man sogar fest, wenn man etwas erklären soll, dass man es irgendwie dann doch nicht richtig verstanden hat und dass man dann auch nochmal die Chance hat, das mit anderen nochmal rückzukoppeln. Und da stellt sich halt die Frage, Hybrid, in welcher Form, wie viel Präsenz braucht man, wie viel kann man wirklich auch zu Hause sitzen und sich dadurch auch Fahrten ersparen oder vielleicht auch eben Gruppen von Lernenden zusammenbinden, die halt eigentlich quer über Deutschland verteilt sind. Aber das ist etwas, womit wir uns sehr stark beschäftigen, weil da wird ja irgendwann die Frage mal aufkommen, muss man das regeln oder ist das dann sehr branchenspezifisch? Haben Sie für sich eine Einschätzung, was Sie gut fänden? Also ich persönlich würde sagen, dass man schon 2/3 des Unterrichts in Präsenz auf jeden Fall machen sollte und da auf jeden Fall die Kernfächer auch behandeln sollte, die man, man vielleicht dann Fragen hat, die man dann mit seinen Banknachbarn diskutieren kann noch. Aber es gibt teilweise so Fächer, die in Anführungszeichen jetzt unwichtig sind teilweise, die man dann auf jeden Fall über diesen Online-Unterricht gut abfertigen kann. Und vielleicht auch in manchen Fächern, die wirklich elementär wichtig sind, dass man dort dann beispielsweise einen Tag online ist und danach 2 Tage in Präsenz. Also das, ich denke, damit fährt man auf jeden Fall gut, kann dann teilweise in dem Online-Unterricht die Grundsteine legen und dann hat man Zeit, das Ganze ein bisschen aufzubereiten und kann das dann in Präsenz mit dem Lehrer oder mit seinen Mitschülern im Unterricht nochmal nachverfolgen. Ja, ich hätte auch noch eine Frage an den Herrn Kraus. Hallo Herr Kraus, hallo Herr Kollege. Ja, Sie haben natürlich als Meister auch die Ausbildungsberechtigung. Und wir haben ja eben die jungen Leute gesehen in der Schulklasse. Und jetzt kommt so eine junge Dame zu Ihnen, auch mit Abitur. Und sie möchte sich also gerne bei Ihnen erkundigen. Sie möchte also Elektronikerin werden, vielleicht in Ihrem Betrieb die Ausbildung machen und dann auch vielleicht nachher noch die Meisterprüfung machen. Aber die traut sich als junge Dame nicht so richtig. Was würden Sie da sagen? Was würden Sie da empfehlen?
Ja, also ich kann da auf jeden Fall sagen, dass man sich da auf jeden Fall trauen sollte. Ich habe das selber, ich habe auch in einem anderen Betrieb die Ausbildung gemacht und hatte dort auch als Kollegin eine junge Auszubildende dabei. Und ich denke, sie hat auf jeden Fall ihren Weg dort auch gut gemeistert. Und also ich, wenn man sie jetzt im Nachhinein fragen würde, ich denke, sie wird es auf jeden Fall auch immer wieder machen. Deswegen, also man soll dort keine Angst haben. Und später, wenn man den Meister, sage ich mal, on top dann draufsetzt, dann hat man ja auch nicht mehr diese teilweise körperliche Arbeit so, sondern es ist auch wirklich dann ein Beruf, der einem dann Spaß macht und alles. Also ich würde es jedem empfehlen. Die junge Dame auch nehmen in die Ausbildung. Vielleicht, weil wir ihn auch gerade dabei sitzen haben. Michael Jungklaas ist Ausbildungsberater bei der Handwerkskammer Koblenz und wir haben auch eine Chatfrage, die tatsächlich eine konkrete Frage zu eurem Aufgabenbereich auch hat, nämlich die Frage, wo man denn ein Praktikum machen kann oder wie komme ich denn an ein Praktikum? Ich glaube, ihr habt dafür sowohl Betriebe als auch für Auszubildenden Angebote. Ja, hallo. Also wir haben auf jeden Fall Angebote. Wir haben auch jetzt viele Aufrufe gemacht, freiwillige Praktika in den Betrieben zu machen. Wer sich dann nicht traut, kann uns gerne auch ansprechen. Da helfen wir individuell. Aber die meisten Handwerksbetriebe sind da sehr offen, wenn die angesprochen werden, dass man einfach auch mal in den Beruf reinschauen kann. Und gerade auch, wenn so über den Beispiel üben, wenn eine junge Frau in einem eher männerdominierten Beruf eine Ausbildung machen möchte, einfach mal machen. Die Betriebe sind offen, mal ein Praktikum machen, mal schauen, ob das ist, was man sich vorstellt. Und viele finden über diesen direkten Kontakt miteinander auch den Spaß an dem Beruf. Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, Kontakt halten, sich informieren und dann wird da was draus. Ja, so wir kommen auch schon langsam zum Abschluss und ich würde gerne die Frau Karliczek noch mal fragen. Wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Sie haben ja auch wirklich eine sehr beeindruckende Bildungskarriere hinter sich. Sie sind ja auch nicht als Bundesministerin auf die Welt gekommen, sondern haben so ein paar andere Sachen vorher schon gemacht. Aus dem Familienbetrieb mehrere Ausbildungsgänge, nur als Stichwort. Wie war das denn für Sie? Plaudern Sie doch ein bisschen aus dem Nähkästchen bitte für uns. Also wenn ich ehrlich bin, ich wusste, dass ich etwas mit Zahlen machen will, ich wusste, dass ich gerne mit Menschen unterwegs bin, aber ich wusste auch nicht so ganz genau, was jetzt das hundertprozentig Richtige ist. Und damals, also das ist jetzt ja schon über 30 Jahre her, war eine Bankausbildung eine hochattraktive Ausbildung. Die war qualitativ top und dann habe ich gedacht, okay, dafür bewerbe ich mich. Und dann wusste ich aber relativ schnell, naja, also mein ganzes Leben bleibe ich hier nicht. Dann habe ich das aber zu Ende gemacht, weil das finde ich immer wichtig, wenn man was anfängt, dass man das dann auch zu Ende macht, dass man sich dann auch durchbeißt und sagt, ja, das mache ich. Ich habe dann auch nach der Banklehre noch eine Weile in der Bank gearbeitet und habe dann, und das liegt natürlich dann auch nahe, wir haben zu Hause einen Hotelbetrieb, ich bin quasi in einem Hotel groß geworden und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe zurück ins Hotel. Ich finde das einfach auch spannend, in einem Hotel zu arbeiten. Die Arbeit ist da übrigens auch sehr, sehr vielfältig und nah am Menschen. Und das fand ich einfach auch einen wichtigen Punkt. Und weil ich mit meiner Bankkauffrau-Ausbildung keine Hotelfachleute ausbilden durfte, habe ich dann noch eine zweite Ausbildung gemacht und habe dann Hotelfachfrau gelernt, damit ich dann eben für diese Ausbildung für eigene Auszubildende dann auch qualifiziert bin. Habe dann einen Ausbilderschein gemacht, damit ich das dann auch alles absichern kann, damit es auch alles einen rechtlich ordentlichen Rahmen hat. Und habe dann viele Jahre im Hotel gearbeitet. Und ich hatte immer das Gefühl, okay, du hast zwar in der Praxis jetzt eine Menge gelernt, aber mir fehlte dann immer noch so dieses i-Tüpfelchen, nochmal so, ich sag mal, diesen betriebswirtschaftlichen Teil wirklich auch in der Theorie nochmal wirklich zu fundieren. Und dann habe ich, weil ich dann schon drei kleine Kinder hatte und auch keine Möglichkeit mehr hatte, ich habe gearbeitet, ich hatte die Kinder, es war alles nicht so ganz einfach, da hat man ja viel zu tun. Und dann habe ich als Fernstudium ein betriebswirtschaftliches Studium draufgesetzt. Ich habe dann fleißig, wenn die Kinder abends im Bett waren, habe ich dann mein Studium absolviert, habe dann nach 4,5 Jahren meine Diplomkauffrau gemacht. Und dann hatte ich so dieses Gefühl, ja, jetzt bin ich irgendwie so richtig da angekommen. Ich kann das theoretisch und kann das halt praktisch durchblicken und habe dann aber eben viele Jahre im Ehrenamt Politik gemacht. Und irgendwann kamen dann Kollegen bei mir aus dem Kreis dann auf mich zu und sagten, hast du nicht Lust, aus deinem Hobby einen Beruf zu machen? Und dann habe ich mich für
das Bundestagsmandat im Kreis Steinfurt beworben, Steinfurt 3. Und so hat dann meine politische Karriere begonnen. Und ich habe dann erst Finanzpolitik gemacht hier in Berlin. Das hat mir auch großen Spaß gemacht. Das hat mich dann wieder sehr an meine Anfänge nach der Schule erinnert, dass ich dann in vielen Fragen, die ich doch in meiner Ausbildung schon mal behandelt habe oder im Studium, dass die dann doch aus ganz anderer Perspektive, nämlich aus politischer Perspektive, plötzlich wieder relevant waren. Und da sieht man einfach, dass man das Leben auch wirklich nicht planen kann. Ich habe nie in meinem Leben Politik zu meinem Beruf machen wollen. Für mich war immer klar, ich bleibe in der Wirtschaft. Und irgendwann hat sich dann eben das, ich sag mal, in der Abzweigung doch anders ergeben. Und deswegen kann ich wirklich nur empfehlen, mit so fundierten Ausbildungen, mit wirklich Teilhaben am Leben und dann sich im Laufe des Lebens weiterzuentwickeln. Das ist, also ich kann das 100% empfehlen, und wer heute sagt, ich mache eine Ausbildung, macht definitiv nichts verkehrt. Vielen, vielen Dank. Ausbildung hintereinander, wie viele Jahre waren das insgesamt? 3,5, gut. 3,5, okay. Ja gut, Sie waren dann schnell. Sagt sie so leise, nur 3,5. Aber vielleicht auch Sie, Herr Wollseifer, vielleicht auch mal Ihre Bildungsbiografie. Ja, bei mir war es am Anfang ein bisschen schwierig. Ich wollte Architektur studieren und hatte mich gerade ins Studium eingeschrieben, und dann verstarb mein Vater, und dann ging es darum, die Familie zu unterstützen und den kleinen Malerbetrieb dann zu übernehmen damit. Und das habe ich dann auch gemacht. Wir hatten am Anfang 3 Mitarbeiter, und der Betrieb ist sehr schnell prosperiert. Ich habe dann weitere Betriebe gegründet, einen Spezialgerüstbaubetrieb, einen Facility Management Betrieb, eine Projektentwicklungsgesellschaft, ein Sachverständigenbüro. Und auf einmal hatten wir 120 Leute und waren bundesweit unterwegs. Und das hat Spaß gemacht. Das war immer erfolgreich. Ich habe sehr früh sehr viel Verantwortung übernehmen müssen, vielleicht auch viel gearbeitet, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich würde das immer wieder so machen und bin sehr froh, dass es so gekommen ist. Wunderbar. Also ich glaube, 2 bessere Schlussplädoyers gibt es fast gar nicht. Wir sind auch wirklich leider, also wir haben fast eine Punktlandung gemacht. Wir sind 1 Minute drüber, aber ich glaube, die Minute war es auf jeden Fall mehr als wert. Ja, ich schließe mich jetzt einfach mal diesen Schlussworten aus Koblenz an, kann wirklich an alle jungen Leute, die zuschauen, und übrigens auch an die Eltern appellieren: informiert euch, probiert euch aus. Keiner von uns ist so auf die Welt gekommen, wie wir heute hier stehen. Auch ich habe ganz viele Praktika früher gemacht, bis ich meinen Weg gefunden habe, und ich glaube, dann gibt es gerade auch im Handwerk ganz, ganz viele unendliche Möglichkeiten. Ich bedanke mich bei Ralf Hellrich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz, bei Kurt Krautscheid, Präsident der Handwerkskammer Koblenz, und wir geben jetzt ab, wieder nach Berlin zum Pressetalk. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank an die alle. Und auch nochmal, ja, wir klatschen nach Koblenz. Also was die Digitalisierung, wie nah man sich fühlen kann, auch mit Rheinland-Pfalz, wenn man von Berlin aus sendet und zurück. Also wie schön das ist. Und ich fand es beeindruckend, Herr Kraus, wie aufgeräumt es bei Ihnen ist. Also eben, wie Ihre Regale da ausgesehen haben, wie man seinen Laden so in Schuss haben kann. Also Respekt. Vielen herzlichen Dank. Jetzt zum Talk zurück. Wir haben noch ein paar Fragen aus Presserichtung, und auch eine Frage von mir ist noch dabei. Die erste Frage ist nochmal die Bedeutung Fachkräfte, Sie haben es vorhin schon angesprochen, ja, für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wie wichtig, und die Frage geht vielleicht erst an Sie als Frau Ministerin und dann auch nochmal an Sie, Herr Wollseifer. Wie wichtig ist das Handwerk, um uns wirtschaftlich perfekt auf die Zukunft vorzubereiten und aufzustellen? Wir reden immer so viel über Made in Germany. Und dieses Made in Germany ist zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass wir eine wirklich tolle Ausbildung haben. Natürlich brauchen wir eben auch, ich sag mal, die akademisch Ausgebildeten, die dann eben aber ganz andere Qualifikationen haben, und ganz viel, was wir an hochwertigem Maschinenbau und so weiter haben. Das braucht Menschen, die genau wissen, was sie tun, und zwar in der ganzen Wertschöpfungskette. Und da haben wir einfach ein super Instrument gefunden, Theorie und Praxis sehr, sehr gut zusammenzubringen. Und das wird uns in Zukunft noch viel mehr begleiten, je schneller sich Arbeitsplätze ändern. Dann geht es jetzt in Richtung Digitalisierung. Also wir kommen jetzt aus der Industrialisierung raus in die Digitalisierung. Aber es ändert ja die Systematik nicht. Die Systematik bleibt die gleiche. Wir brauchen gut ausgebildete Menschen, die in der Theorie und in der Praxis genau wissen, was sie tun und was das für Konsequenzen hat.
Und je schneller sich eben unsere Arbeitswelt ändert, umso näher muss man Theorie und Praxis zusammenbringen, damit das auch in Zukunft klappt. Und das wird uns dann im Grunde dieses Made in Germany erhalten, dass das eine Qualitätsgarantie ist, auch für die Zukunft. Mhm. Herr Wolzheimer, wollen Sie da noch einen Satz oben draufsetzen? Ja, wir wissen alle, wie wichtig die Fachkräfte für die Zukunft sind. Wir hatten vor der Pandemie, hatten wir schon einen Fachkräftemangel und nach der Pandemie wird der noch größer sein. Und wenn wir uns also überlegen, dass die Fachkräfte ja nicht auf den Bäumen wachsen oder aus dem Boden kommen, wir müssen sie entwickeln. Und das dauert Jahre. Und da ist es also so, dass mir die Politik, und da nehme ich Ihr Ministerium, Frau Karliczek, wirklich ausdrücklich aus, die Politik das nicht genug im Blick hat. Diese Brisanz, die wir in diesem Thema haben, dass wir wirklich genügend Fachkräfte in Deutschland haben, dass wir sie ausbilden müssen, dass wir sie qualifizieren müssen in unseren Betrieben und dass wir alles daran setzen müssen, das zu unterstützen. Das braucht die Unterstützung der Politik und diese Brisanz hat man nicht so ganz im Fokus, glaube ich. Und das ist eigentlich sehr schade, weil es ist ein starker Standortvorteil von Deutschland, Sie sagten es, Frau Ministerin, und von daher wäre es also sehr, sehr gut, wenn wir also dieses Thema jetzt in einer neuen Legislaturperiode noch mehr forcieren würden. Und apropos wichtiges Thema, was mich jetzt persönlich, wenn Sie mir das erlauben, sehr beschäftigt, ist auch, dass wir viele Menschen mit Zuwanderungserfahrung Geschichte haben, die vielleicht nicht Deutsch als Muttersprache haben. Offene Frage an Sie beide, und ich will jetzt nicht ein Riesenthema daraus machen, weil es ein eigenes Thema nochmal wäre, aber wie weit eignet sich das Handwerk auch für Menschen, die vielleicht mit noch im Spracherwerb gerade begriffen sind und sich trotzdem dafür interessieren, ist auch für die der Einstieg einfach und zugewandt möglich? Wenn Sie mich zuerst anschauen, kann ich Ihnen sagen, dass wir also, glaube ich, also sehr viel Input gegeben haben für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz als deutsches Handwerk. Und sehr viele Elemente dieses Inputs sind auch wirklich in diesem Gesetz umgesetzt worden. Mhm. Darüber sind wir also sehr, sehr froh. Und wenn Sie also, oder wenn wir schauen, wer im Jahr 2015 und darauffolgenden Jahre alle zu uns gekommen sind, diese vielen jungen Menschen aus Drittländern, aus asylberechtigten Ländern, dann ist es so, dass wir im Handwerk über die Hälfte von den jungen Menschen ausgebildet haben. Also über die Hälfte der jungen Menschen aus diesen 8 asylberechtigten Ländern wurden im Handwerk ausgebildet. Und wir wollen die gerne behalten. Wir haben die ausgebildet mit viel Mühe und die haben sich integriert in Deutschland, in unseren Betrieben. Das sind gute Fachkräfte und das wollten wir bewirken und das haben wir im Fachkräfteeinwanderungsgesetz gemeinsam geschafft. Mhm. Und das finde ich wirklich ganz toll. Mhm. Und auch diese Menschen sind für uns sehr wichtig. Und Handwerk ist prädestiniert für Integration. Mhm. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter ausholen. Jeder Technologiesprung oder jede disruptive Weiterentwicklung, die wir in der Vergangenheit unserer Wirtschaft gesehen haben, hat immer dazu geführt, dass wir mehr Arbeit haben als vorher. Wir haben doch jetzt zum Ende quasi des Industriezeitalters, haben wir schon gesehen, dass wir eigentlich mehr Arbeit haben, als wir in Deutschland bewältigen können. Das ist auch genau der Punkt, warum wir gesagt haben, wir brauchen so ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, weil nämlich Einwanderung nach Deutschland schon allein aus der Frage heraus, kriegen wir unsere Arbeit eigentlich noch fertig? Haben wir in allen Bereichen genügend Menschen, die die Arbeit tun können? Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns darüber klar sind, dass wir eben Menschen brauchen, die diese viele Arbeit tun und dass wir deswegen auch hochattraktiv sind für viele Länder. So, und dann ist eben die Frage, wie integrieren wir diese Menschen hier gut? Und ein guter Integrationsfaktor ist Arbeit. Und dann haben wir ein Anerkennungsgesetz gemacht, weil viele kommen zu uns, haben Qualifikationen und diese Qualifikationen werden jetzt hier überprüft. Wenn sie noch nicht vollständig mit unseren Qualifikationen übereinstimmen, dann gibt es sogenannte Ergänzungsmöglichkeiten, dann gibt es Nachschulungen. Aber dann können die hier voll integriert mit einem anerkannten mit eigenen Kompetenzen dann hier im Arbeitsmarkt auch Fuß fassen. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu dem, was wir im Rahmen in den 60er Jahren erlebt haben. Mhm. Wir haben ja immer diesen Begriff hier Gastarbeiter. Da hat man halt nicht dafür gesorgt, dass die sofort integriert werden und dass die im Grunde sofort auch an unsere Strukturen mit angedockt werden, sondern man hat gesagt, naja, die kommen, die machen jetzt hier eine Weile Arbeit und dann gehen die wieder.
Nein, so gehen wir ja heute nicht mehr daran. Wir sind uns darüber im Klaren, dass die viele Arbeit, die wir haben, sie bleibt uns. Und wir müssen alles dafür tun, dass die ankommen, um zu bleiben und dass wir die möglichst schnell und möglichst gut auch integrieren mit allem, was eben Arbeit bedeutet. Anerkennung in der Qualifikation, Integration in die Gesellschaft und dann eben auch in die Arbeitswelt. Und ich möchte an der Stelle nochmal aufsetzen, direkt darauf thematisch und einen Werbeblock einschieben für einen weiteren Aktionstag zum Thema Berufsorientierung im Rahmen des Sommers der Berufsbildung. Insofern auch da wird das Thema dann weiter diskutiert. Ich gucke jetzt nochmal nach Koblenz. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Kautscheid, aber die Frage ist auch noch, poppen bei Ihnen noch Fragen von PressevertreterInnen auf, die Sie jetzt gerne vielleicht mit Mikro noch einholen würden oder so? Doch deswegen nochmal offenes Mikro für Sie, Frau Schmidt. Ansonsten haben wir noch 5 Minuten. Ich habe noch weitere Fragen, aber ich wollte Ihnen noch mal die Bühne überlassen. Nee, ich denke, wir können dann, Sie, Herr Krautheit hat jetzt gerade nicht richtig verstanden, ja. Genau, haben ein kleines Tonproblem hier. Also wir haben im Moment, soweit ich weiß, keine Pressefragen, das heißt, Sie haben freie Fragen bei weitere. Herr Krautscheid. Weil ich komme noch mal, können Sie mich jetzt verstehen, Herr Krautscheid? Bitte? Ich gucke, können Sie mich verstehen? Jetzt ja. Ja, ich höre mich hallen in dem schönen großen Raum. Langsam. Nochmal zur Überschrift des heutigen Tages. Lernorte der Zukunft, echt nachhaltig digital. Wir haben viel über Digitalisierung gesprochen. Nochmal zum Thema Nachhaltigkeit. Wir hatten das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Wir sind alle im schönsten Sinne verdonnert, so nachhaltig wie möglich in die Zukunft uns weiterzuentwickeln. Wie bringen Sie Auszubildenden das Thema Nachhaltigkeit nah? Ganz konkret. Ja, da dürfen Sie mich gerne als Ausbilder im Betrieb ansprechen und genauso als Präsident einer Handwerkskammer, die halt eben viele Jugendliche ausbildet. Und wenn man jetzt den Verlauf der heutigen Sendung gesehen hat, hat man ja selbst mitbekommen, wie digital die meisten Bildungsstätten schon sind, sowohl in unseren überbetrieblichen Ausbildungszentren, genauso wie in den Betrieben. Und wenn man ganz vorne beim Thema Nachhaltigkeit anfängt, ist das Handwerk natürlich ganz vorne weg. Wir sind der größte Ausbilder in der Nation und wir bilden seit vielen, vielen Jahren auch schon über unseren eigenen Bedarf hinaus aus. Sehr viele Branchen leben davon, dass das Handwerk halt eben sehr viel ausbildet. Und ich glaube, wenn wir die ganzen Lebensläufe, die wir heute gesehen haben, mal dazu hinhalten, ist es schon das beste Beispiel dafür, dass wir die Möglichkeit haben, auch nicht nur lebenslanges Lernen, sondern bedarfsorientiertes Lernen. Und da sind wir jetzt bei dem Thema Nachhaltigkeit oder auch Digitalisierung. Sie haben ja selbst gesehen in den Beiträgen, ohne Digitalisierung ist ja ein kaum noch möglich, einen jungen Menschen erstens ins Handwerk zu holen und zweitens auch auszubilden. Wir konkurrieren ja auch mit vielen, vielen anderen Berufen und dann müssen wir schon sehr digital und auch nachhaltig sein. Ich habe selbst 2 junge Damen in der Familie und mit denen diskutiere ich sehr, sehr oft über Dinge im normalen Leben, aber auch halt eben in den Handwerksberufen. Wir können ja gar nicht umhin, nachhaltig zu denken und wir sind Umsetzer der Energiewende im Land. Wir sind also, und auch bei vielen Berufen, wo man nicht sofort eine Digitalisierung vermutet, aber die Umsetzung so einer Energiewende zum Beispiel, jetzt komme ich auf mein Handwerk als Dachdecker, hat ja tatsächlich damit zu tun, dass wir junge Leute ausbilden und auch in die Richtung ausbilden, dass wir da nachhaltig auf dem Weg sind. Also wenn das Bundesverfassungsgericht ein Problem hat, gerne nochmal beim Handwerk nachhören. Also wir sind da ganz vorne weg, glaube ich. Ich finde es total irre. Ich mache sehr viel Moderation im Bereich klimaintelligente Steuerung von Immobilien. Es ist unfassbar, wie Immobilienhandwerk dazu beitragen kann, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, was mich total beeindruckt. Ich gehe in die letzten 2 Fragen. Vielen herzlichen Dank, Herr Krautscheid. Vielen herzlichen Dank nochmal nach Koblenz. Nochmal mit Blick nach links, lieber Herr Wollseifer. Politische Stellschrauben, ja? Was wünschen Sie sich denn eigentlich noch? Was noch geschieht? Sie haben gesagt, was schon alles passiert ist und wo Sie den Schulterschluss mit dem BMBF erfolgreich gesucht und geschafft haben. Was wünschen Sie sich denn noch? Also generell, das Handwerk ist nie wunschlos. Von daher, Frau Ministerin, natürlich haben wir weitere Wünsche. Wenn ich zum Beispiel, wir haben also die überbetriebliche Ausbildung gesehen. Bei der überbetrieblichen Ausbildung, da sind wir hinsichtlich der, oder müssen wir natürlich vieles investieren, damit wir also entsprechend ausgestattet sind, dass wir digitale Einrichtungen haben, dass wir die baulichen Investitionen tätigen können und so weiter.
weiter. Und da hatten wir immer verabredet, dass wir eine Drittellösung haben. Ein Drittel die Wirtschaft, also das Handwerk in dem Fall, ein Drittel der Bund und ein Drittel das Land. Und mittlerweile ist es so, dass also das Handwerk 60% der Kosten übernimmt. Und das ist für die kleinen Handwerksbetriebe eine ganze Menge. Da schießen die Kosten der ÜBU in die Höhe. Und da würden wir uns natürlich wünschen, dass also Bund und Land da sich noch mehr einbringt und das Versprechen von damals einhält. Ja, der Bund, der beim Bund sitzt, noch besser aus wie bei den Ländern. Aber das wäre eigentlich mein Wunsch und mein Appell in diese beiden Richtungen, dass man sich da also noch mehr einbringt. Was also sehr gut klappt, das sind, Frau Ministerin, die Förderungen hinsichtlich der Programme. Wenn ich an Invite denke, wenn ich an Innovet denke, das läuft, glaube ich, sehr, sehr gut. Und wenn wir das in der Zukunft fortsetzen könnten, dann wäre das ein weiterer Wunsch von mir. Bringt mich zur letzten Frage an Sie, Frau Ministerin. Also Sie haben ja eine Menge Stellschrauben jetzt auch schon angesprochen, die ja vielleicht auch erst sich so richtig in der Breite bemerkbar machen da draußen, sage ich jetzt mal. Was sind die Dinge, die wir noch erwarten können, die sich dann in der neuen Legislaturperiode sozusagen spürbar machen? Oder welche Bedarfe sehen Sie für die nächste Legislaturperiode? Also das Erste ist, dass wir immer wieder die Strukturentwicklung, die jetzt stattfindet. Wir machen ja mit der Innovet-Wettbewerb ist gerade angesprochen worden. Da geht es darum, eben auch universitäre und berufliche Bildung miteinander zu verzahnen. Und da sieht man, dass dieses, was wir heute noch in zwei Säulen denken, dass das sich gerade im Bereich der Weiterbildung strukturell auflöst und immer weiter verzahnt. Also wir werden demnächst bei denen, die beruflich ausgebildet sind, auch immer sehen, dass da plötzlich akademische Elemente reinkommen, damit sie passend für das, was sie da leisten sollen, ausgebildet sind. So, das bedeutet, dass wir uns eben auch für die finanzielle Unterstützung auch flexibilisieren müssen. Wir reden heute über das BAföG, wir reden über das Ausbildungs-BAföG. So, und das muss auch immer wieder passend verzahnt werden, so dass es dieser veränderten Struktur immer wieder gerecht wird, dass wir die Menschen dann unterstützen, wenn sie unsere Unterstützung brauchen, dass wir das nicht mehr so versäult denken. Das ist die eine Aufgabe, die wir auf jeden Fall zu erfüllen haben. Und das nächste, was wir eben schaffen müssen, wir müssen an den Übergängen von Schule in den Beruf oder auch von der frühkindlichen Bildung in die Schule, wir müssen diese Übergänge ganz anders verzahnen und wir haben ja in dieser Legislaturperiode schon sehr viel getan für das Thema MINT-Ausbildung, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das ist etwas, was uns sehr, sehr stark weiter begleiten wird, dass wir im Grunde das, was wir an praktischen Elementen, wir reden ja heute eben über die berufliche Ausbildung, dass wir diese praktischen Elemente schon viel früher den jungen Leuten zugänglich machen, sodass die Affinität zu diesem praktischen Leben viel, viel höher wird und dass man auch da immer wieder über die Verzahnung von Theorie und Praxis viel, viel früher nachdenkt. Wir werden auch im Bildungsbereich auf allen Ebenen in jedem Alter sehen, dass sich da in den nächsten Jahren ganz viel Veränderung einstellt. Und da müssen wir eben mit unseren rechtlichen Strukturen immer hinterher. Vielen herzlichen Dank an der Stelle. Vielen herzlichen Dank an Sie beide in Berlin. Vielen herzlichen Dank, ich sage jetzt mal, an ganz Koblenz, weil Sie waren ja mannigfaltig vertreten, nicht nur an Sie drei ganz besonders, aber auch an alle, die sich mit O-Ton und Kraft und Lebensgeschichte eingemischt haben. Vielen herzlichen Dank an alle, die da draußen digital dabei waren. Wir haben Sie nicht gesehen, aber wir haben irgendwie wahrgenommen, dass Sie doch da draußen sind. Insofern bleiben Sie dem Handwerk gewogen. Das Handwerk, ich habe es heute definitiv gelernt, hat Zukunft. Und ich erinnere mich gerade, ich habe gerade Bänke gebaut mit 12- und 13-Jährigen in einem Projekt Herausforderung auf meiner Datscha im Tegeler See. Das war das Schönste, was ich mit meinen Händen im letzten Jahr gemacht habe. Handwerk macht glücklich. Vielen Dank. Ja, dann sage ich auch noch Tschüss. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Und nehmen Sie das Angebot mit den Erfrischungen bitte wahr, weil ich glaube, wir können es jetzt alle gebrauchen. Dankeschön. Gut durchgehalten bei 40 Grad.